Also dann fangen wir jetzt an. Bitte den Tagesordnungspunkt 1 hochscrollen. Ich erinnere mich, zwar dunkel. Aha, den vertagen wir dann auf gleich. Und fangen mit dem Top 2 an, vorgezogen. Bericht der Pressestelle für die Anwesenden und den Stream. Kann ich davon ausgehen, dass wir streamen? Ja, läuft der Stream? Kann ich Hallo sagen? Guten Morgen. Tut mir leid, wir haben wegen krankheitsbedingten Gründen und diversen anderen eine leichte Verspätung. Und es sind auch gerade noch Leute draußen. Das heißt, wir können jetzt die hier für den Top 0 und 1 angesetzte Beschlussfähigkeit nicht feststellen. Deswegen ziehen wir jetzt den Bericht der Pressestelle vor. Und es wäre sehr schön, Jens, wenn du anfangen könntest. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Wir hatten in der letzten Woche mit der Sondersitzung zu den Vorfällen am Kölner Hauptbahnhof entsprechend zu tun. Wir hatten ein sehr, wie ich finde, intensives, großes Medienecho. Unsere Forderung nach Hashtag Jäger muss weg ist, glaube ich, überall deutlich geworden, auch in diversen Headlines. Das war ganz positiv. Wie das jetzt weitergedreht wird, wird ja heute hier auch noch Thema sein. Und das wird uns dann nächste Woche bei der Plenarsitzung entsprechend beschäftigen. Und auch diese Woche, wenn CDU und FDP ihren PUA beantragen. Stichwort Plenarsitzung, Vorbereitung liegt natürlich wieder auf dem Tisch mit den entsprechenden Anträgen, je nachdem, wie das dann heute hier ausfällt. Ansonsten diese Woche zwei Veranstaltungen. Heute Abend eröffnet die NSU-Ausstellung und morgen ist unsere zweite Helferkonferenz. Da laufen entsprechend die letzten Vorbereitungen. Und ansonsten, was das Thema Fraktion vor Ort mit unserem Car-Office angeht, das Fahrzeug wird aktuell gebrandet. Der Hartmut wird sicherlich gleich dazu auch noch ein paar Worte sagen. Starttermin nach wie vor fix der 26. Januar mit der Fraktionssitzung in Essen. Also nicht die Fraktionssitzung in Essen, sondern das Car-Office in Essen. Das wäre es soweit von meiner Seite aus. Danke. Okay, vielen Dank. Jetzt gibt es irgendwelche Rückfragen? Ich sehe keine. Dann würden wir ganz flink zum nächsten Tagesordnungspunkt 3 springen. Hartmut, wenn du so freundlich wärst. Zum einen die Anregung von Daniel, ein Beschlussarchiv aufzubauen, haben wir aufgenommen. Das wird im Laufe dieser Woche fertig sein. Dann können alle Beschlüsse stehen dann den Abgeordneten, allerdings auch den Mitarbeitern zur Verfügung, was die öffentlichen Beschlüsse, die öffentlich zugänglichen Beschlüsse betrifft. Die nicht öffentlichen Personalien und so weiter sind natürlich ausschließlich analog im PGF-Büro nachsehbar. Aber das werden wir im Laufe der Woche hinkriegen, dann ist das fertig. Wir haben in dieser Woche mit der PIKO ein langes Gespräch geführt. Da geht es um die Vorbereitung der Verkehrswendekonferenz, wie die Zusammenarbeit dort möglichst optimal und für uns öffentlichkeitswirksam gestaltet werden kann. Wir haben festgelegt, dass in der nächsten Woche, auch jetzt auch mal mit Blick des Außenauftritts, dass wir ein zentrales politisches Thema nehmen. Nächste Woche hat das dankenswerterweise der Oliver übernommen. Ich habe aber auch schon mit der Moni gesprochen, dass sozusagen auch dann ein Thema Bildung dann alsbald kommen wird. Also auch da geht es jetzt um die sukzessive Vorbereitung der Planungen, der inhaltlichen Planungen der Fraktionssitzung, was das politische Kernthema betrifft. Zum Stand Car-Office würden wir, was auch ein strategischer Punkt ist, das würden wir dann nochmal machen und im Bereich Mitarbeiter öffentlich, aber fraktionsintern. Mehr aus meiner Sicht nicht. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Rückfragen im Moment? Du hast ja schon gesagt, wir haben gleich noch einen Teil. Dann danke ich an der Stelle, spring zurück zu Top 1, Feststellung der Beschlussfähigkeit, das können wir jetzt machen. Wir sind zu 10. Hat jemand eine andere Zählweise oder kommt nicht zum gleichen Ergebnis? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Also sind wir beschlussfähig, dann würde ich noch einen Schritt zurückspringen, nämlich die nicht öffentlichen Teile, Tagesordnungspunkte. Wir haben da was zum Thema Personalangelegenheiten und Bericht und Strategie. Ich habe nur leider keine
Minutenzahl im Moment. Kann mir da jemand aushelfen, wie viel Zeit da benötigt wird? Okay, dann würde ich das waren 20 Minuten jetzt Personal und Bericht. Ich würde das mal ein bisschen höher ansetzen, 30 Minuten insgesamt. Okay. Genau, 30 Minuten insgesamt. Gibt es Widerstände dagegen, die nicht öffentlichen Teile durchzuführen? Möchte sich jemand enthalten? Beides nicht der Fall, also einstimmig angenommen. Dann der Top 0. Gibt es Einsprüche, Anmerkungen oder irgendetwas zum Protokoll der Sitzung der letzten Woche? Kann man dann feststellen, dass das Protokoll insofern genehmigt ist? Gibt es Gegenstimmen dagegen? Gibt es nicht? Gibt es Enthaltungen? Auch nicht. Also ist das auch einstimmig soweit angenommen. Dann springe ich wieder zum Top 3, der noch nicht ganz fertig war. Wir hatten nämlich gestern in der Vorstandssitzung, als wir die Tagesordnung hier vorbereitet hatten, den Punkt mit der Beschlussdatenbank. Und da war eine Frage aufgetaucht, die wir hier kurz abstimmen wollten. Michelle hatte mich gebeten, da einen Satz zu definieren. Der steht jetzt da. Den lese ich einmal vor. Betrifft, wie gesagt, diese die Protokolle und die Feststellung von Beschlüssen, die wir hier fassen. Der Satz heißt, bei Abstimmungen über Personalangelegenheiten wird in öffentlichen oder fraktionsöffentlichen Protokollen nur das Abstimmungsergebnis notiert, meint also angenommen oder abgelehnt. So, den Antrag würde ich hier gerne zur Abstimmung bringen. Ist jemand dagegen, dass wir so verfahren in öffentlichen oder fraktionsöffentlichen Protokollen? Okay. Möchte sich jemand enthalten? Dürfen wir darüber reden? Oder? Entschuldigung, ja, das habe jetzt schon die Abstimmung abgefragt. Bitte. Nee, ich finde das Ansinnen im Endeffekt gut. Ich würde aber als Abstimmungsergebnis tatsächlich gern festhalten wollen, also die Zahlen des Abstimmungsergebnisses, gern ohne Namen, aber dass da zumindest steht, 7 waren dafür und 4 dagegen. Möchtest du dann einen Alternativantrag machen, weil das Ansinnen ist ja gerade, da nicht in Rätselraten zu verfallen, sondern gerade in diesen Fragen, Personalangelegenheiten, da geht es um das Ergebnis und mehr nicht. Das war, so sind wir hier auch zuletzt verfahren, wir haben das mal anders gemacht und der Antrag hier hat eigentlich nur den Sinn, das jetzt mal gleichmäßig festzustellen, weil wir das so hier noch nicht festgelegt hatten, sondern unterschiedlich verfahren sind. Ich denke, das ist bei dieser Art von Abstimmungen im Ergebnis für die Gruppe, die da benannt ist, öffentlich, fraktionsöffentlich, nur das Gesamtergebnis wichtig, keine anderen Punkte. Wenn du einen Alternativantrag stellen möchtest, formulier den bitte. Oder lass uns so verfahren, würde ich vorschlagen, wie es da steht. Also mein Vorschlag ist, die Klammer da zu streichen und dann steht es richtig. Also das würde ich dann als Alternativantrag sehen. Wobei das Ergebnis ist das, nee, ich würde es als Alternativantrag werten, weil es käme für mich dabei darauf an, wirklich das Gesamtergebnis nur festzustellen. So, damit wir weiterkommen, machen wir das. Wenn niemand was dagegen hat, das als Alternativantrag jetzt abzustimmen, okay. Adelina, würde ich dich bitten, den einmal zu kopieren und dann die Klammer rauszustreichen und das als zweite Abstimmung darunter zu setzen. Nee,
reicht die Kamera. Dann seid ihr jetzt schon diskutiert mit dem Wettbewerbsausweis. Ja. Ich habe mich nur vor. Der Frank wird dann sagen, der Beleg ist dann. Du könntest dich auch kurz zu Wort melden. Ja, Michel. Ich rege an, beim Alternativantrag in Klammern dafür, dagegen Enthaltung in Zahlen dahin zu schreiben, weil sonst beim nächsten Mal, wenn wir in der Situation sind, wird es zu der Diskussion kommen. Was heißt denn, wir notieren das Abstimmungsergebnis, dann mögen die Leute, die jetzt für das angenommen abgelehnt sind, sagen, dass, wenn ich sage, das Abstimmungsergebnis, dann ist das nur angenommen oder abgelehnt und dann haben wir die große Diskussion und so hätten wir eine Klarstellung. Daniel? Also wir können das gerne machen. Ich freue mich allerdings auf die Diskussion und freue mich dann auf künftige Anregungen, wenn beim Wahlergebnis einer Landtagswahl nur noch festgestellt wird, die SPD hat gewonnen. Also, nicht verstanden? Doch. Okay. Das Abstimmungsergebnis ist das konkrete Abstimmungsergebnis. Ja, nicht, weil man das ob so macht, der Antrag angenommen wurde oder was auch immer. Aber wir können da gerne auch irgendwas noch ausformulieren. Für mich ist das eindeutig. Aber ist mir hat der Lukas wieder Arbeit. Auch egal. Ja, ich denke, die Anregung von Michelle ist sinnvoll. Zumal ich ja zumal in einer anderen Abstimmung ja auch erklärt ist, was Abstimmungsergebnis da meint. Insofern wäre dann mit der Ergänzung tatsächlich, hätten wir zwei eindeutig unterschiedliche Anträge. Würde bedeuten, der Antrag müsste, Michel, sag's nochmal bitte. Der letzte Kommentar hat mich leider dazu gebracht, dass ich doch noch eine Frage habe. Weil ich dachte erst, okay, gut, es geht um Personalangelegenheiten hier von Mitarbeitern. Aber wenn es um Wahlen geht, also mittlerweile sozusagen um Bestimmung, also Personal, das würde ich jetzt unterschiedlich sehen. Bei Mitarbeitern ist mir das klar, da dachte ich mir, okay, ja, gute Sache, Frank, oder bei irgendwelchen solchen Dingen. Aber wenn es natürlich um unsere Wahlen hier geht, wer zum Beispiel, wen wir als Vizepräsidenten aufstellen oder sowas, dann finde ich, sollten die Zahlen schon stehen. Ja, ich ziehe mich mal zurück, Michel. Deshalb vielleicht nochmal aufklären, wo es überhaupt geht. Also es geht um Personalangelegenheiten, das steht ja oben drüber. Es geht um Personalangelegenheiten und am Ende, und da musste ich nach der Diskussion mit dem Frank natürlich dann auch feststellen, für Personalangelegenheiten, und jetzt argumentiere ich doch noch, was ich eigentlich nicht wollte, Entschuldigung, Daniel, für Personalangelegenheiten ist es wirklich nicht wichtig, ob einer dagegen gestimmt hat am Ende oder zwei dagegen oder drei dagegen. Alles, was das macht, ist irgendwie Verunsicherung und Ratespielchen. Wenn jemand die Stelle bekommt, bekommt er sie. Wenn jemand rausfliegt, fliegt er raus, Punkt. Und dann ist egal, ob er mit einer Stimme Mehrheit oder mit 10 Stimmen Mehrheit hier das Ergebnis hat. Sei es drum, es geht um Personalangelegenheiten und um nichts anderes. Keine Wahlen, keine Prozentwerte, wer wie viele Sitze in irgendeinem Parlament kriegt. Ja, würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, Abstimmungen über Personalangelegenheiten ist deutlich und nicht zu verwechseln mit Wahlen zu Fraktionsfunktionen oder so etwas. Insofern würde ich jetzt darum bitten, den Alternativantrag zu ergänzen, hinter das Wort Abstimmungsergebnis zu schreiben, in Klammern dafür, dagegen, Enthaltung. Anzahl dafür, dagegen, Enthaltung. Ja, okay. Das war wieder ein Zwischenruf ohne Mikrofon. Also, dass da auch die Anzahl dabei steht. Also, in Klammern Anzahl, dafür, dagegen, Enthaltung. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich, das heißt, wir würden jetzt zwei Abstimmungen durchführen oder gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht zur Erklärung, weil du ganz kurz, weil du gerade reingekommen bist. Es geht um die Beschlussdatenbank und um die Wiedergabe der Ergebnisse in öffentlichen oder fraktionsöffentlichen Protokollen für Abstimmungen über Personalangelegenheiten. Okay. Wer Alternative 1 bei Abstimmung über Personalangelegenheiten nur das Abstimmungsergebnis in Form von angenommen abgelehnt
zu notieren. Wer ist dafür? Ich mache das. Dirk fehlt noch, glaube ich. Okay, wer ist dagegen? Ich fehle da auch noch. Was? Machen wir nicht? Okay, stimmt. Danke für den Hinweis, wieder ohne Mikro. Da wir eine Alternative haben, gibt es Approval. Das ist doch mal ins Mikro. Schon gut. Aber es ist ja jetzt angekommen. Das heißt, beim Alternativantrag geht es um die gleiche Angelegenheit, aber das Abstimmungsergebnis soll mit Anzahl dafür, dagegen Enthaltung notiert werden. Wer ist da dafür? Gut. Damit wäre das erledigt. Die Mehrheit möchte, dass es nur als angenehm abgelehnt notiert wird. Das halten wir dann so fest für die Beschlussdatenbank. Hartmut, du nimmst das mit, ne? Okay, vielen Dank. Damit wäre der Top 3 durch. Und wir kommen direkt zum Top 4. Das wären jetzt die Anträge, die wir am Freitag nicht haben komplett durchsprechen können, beziehungsweise nur angerissen haben, welche da sind. Es waren aber ja auch viel zu viele unterwegs zum TDPA und insofern hat da die Besprechung so nicht stattgefunden. Die Antragsteller sind teilweise anwesend. Daniel, möchtest du den Antrag vorstellen, kurz? Ja, ich mache das stellvertretend für Olaf. Das ist Olafs Antrag und ich will mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken. Ja, mir geht es darum, einen Kinderbeauftragten, einen Landeskinderbeauftragten oder einen Antrag für einen Landeskinderbeauftragten zu stellen. Einen Antrag habt ihr vorliegen. Der ist mit verschiedenen, ja, wie soll ich jetzt sagen, Lobbyisten in Anführungszeichen im Vorfeld auch rückgespiegelt worden. Also Vereine, Institutionen, die sich eben für Kinderrechte etc. einsetzen. Genauso wie schon unser letzter Antrag hier zu Kinderrechten im Landtag. Und hier ist jetzt die Konsequenz, dass wir eben diesen Antrag zum jetzigen Plenum dann tatsächlich einreichen wollen. Auf Bundesebene läuft das derzeit parallel, natürlich ohne die Piraten. Aus unerfindlichen Gründen sind die Piraten ja nicht im Bundestag. Da ist Grundlage eine Petition mit weit über 100.000 Unterschriften, die eingereicht wurde. Mittlerweile ergänzt durch einen Antrag noch von den Grünen und auch von den Linken. Und parallel dazu wollen wir, so wie es in der Empfehlung auch letzten Endes steht, das eben auch auf Landesebene soweit umsetzen. Gibt es da Fragen zu? Hätte ich jetzt auch gefragt, aber Rückfragen sehe ich keine. Dann sage ich danke für die Vorstellung. Wer ist dagegen, dass wir den Antrag jetzt in diesem Plenum einbringen? Möchte sich dazu, Moni, ist das eine Abstimmung? Oder hast du eine Frage noch? Ich nicht zu diesem Plenum, weil wir haben ziemlich viele Anträge. Okay. Ich würde gerne nochmal gucken. Also, kurz vielleicht mit Mikro, der Einwand ist gut. Also ich stoße mich den zu diesem Plenum. Ich weiß nicht, ob es gleich nochmal eine Diskussion gibt. Ich würde den gerne abstimmen, aber gleich auch nochmal einmal drüber gehen und sagen, deshalb. Ja, völlig korrekt. Danke für den Einwand. Wir brauchen tatsächlich jetzt nicht die Abstimmung für das Plenum, sondern die Abstimmung grundsätzlich. Also wäre es grundsätzlich dagegen, dass wir den Antrag hier im Plenum einreichen? Da sehe ich niemand. Möchte sich jemand enthalten bei der Abstimmung? Da sehe ich auch niemand. Das heißt, wir werden ihn einreichen und Priorisierung und die Dinge kommen sicherlich später. Okay, nächster Antrag. Flüchtlingsfrauen und Kinder nicht vergessen. Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen.
Kann den jemand vorstellen? Beide Antragsteller sind nicht anwesend. Dann, wenn das Ding hier nicht so langsam wäre, könnt ihr. Okay, möchtest du? Ich kann ihn leider nicht vorstellen. Ich kenne den Antragsentwurf leider Gottes nicht. Ich habe dazu aber einen Verfahrensvorschlag. Also es gibt mit Sicherheit, der Antrag dürfte ja dem PGF-Büro, glaube ich, vorliegen. Also gegebenenfalls könnte man den darüber nochmal rummailen und hinten anstellen. Ich möchte aber. Okay. Ich möchte aber an der Stelle schon anregen, es gibt hier im Pad auch ein Vermerk, was die Ausschussüberweisung in bestimmte Ausschüsse angeht. Da ist jetzt halt nur noch der Integrationsausschuss drin. Das ist mir, ohne jetzt den Antrag wirklich konkret ausformuliert zu kennen, zu wenig. Wenn es da um Flüchtlingskinder geht, hätte ich den auf jeden Fall gerne im Ausschuss Familie, Kinder und Jugend. Also, Tom? Ja, ich hab den ja noch lektoriert mit, also für Marie. Das war jetzt, ihr war nicht so, war die Absprache so ein bisschen. Schönen guten Tag. Mit den entsprechenden MDL wohl nicht so einfach. Und sie hat dann erstmal sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner reingebracht. Ich glaube, also sie, das weiß ich, hätte gerne natürlich, dass das irgendwie auch ein bisschen breiter diskutiert ist, wenn man sich darauf einigen kann. Das ist jetzt quasi so eine Art Vorschlag von ihr, der natürlich hätte schon ein bisschen finalisierter sein können. Aber, ja. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, dieser Antrag ist wirklich, wirklich gut. Den sollte man jetzt. Das heißt, die Rechtschreibfehler, die noch auf der Webseite noch sind, sind raus. Bitte? Die Rechtschreibfehler, die noch auf der Webseite stehen, sind raus. Entschuldigung, okay, gut. Ja, ich hätte dich auch drangenommen. Gehe ich von aus. Also, ich habe den gestern final drüber geguckt. Da kann vielleicht nochmal irgendwo ein Komma drin sein. Aber das ist alles safe. Marie hat selber noch zwei inhaltliche Sachen nachgetragen nach meiner Lektorierung oder nach meinem Lektorat. Und dann ist der so auf jeden Fall. Beratungsfähig. Ja, nur kurzer Zwischenhinweis, auf der Webseite ist die Version, die am Freitag im Mumble rumgeschickt wurde, fürs Mumble rumgeschickt wurde und wie Tom schon sagte, jetzt gerade korrigiert. Michel? Also ich kann ganz kurz was sagen zu der Intention, warum das jetzt nur in einem Ausschuss ist. Es war ja vorher geplant, mehrere Ausschüsse zu geben. Jetzt ist im Moment die Formulierung, ich lese sie auch gerne vor, damit Marie sich da nicht falsch zitiert sieht. Es ist nicht zielführend, wenn er in andere Ausschüsse eingebracht wird, da wir Flüchtlingspolitik im Integrationsbereich bündeln wollen. Ja, also wir stellen uns immer hin und sagen, wir brauchen hier Ministerium für Integration, Flüchtlinge und so weiter. Und dann verteilen wir gleichzeitig solche Anträge auf 10 Ausschüsse. Das ist einfach vom Bild her blöd. Und deswegen wäre es zielführend zu sagen, wir wollen, dass das im Integrationsbereich behandelt wird. Und deswegen packen wir den auch nur in einen Ausschuss. Ja, es geht Hintergrund ist auch, es geht also nicht um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sondern es geht um alleinreisende Frauen mit Kindern. Falls du das jetzt, weil du gerade den Einwurf machtest, mit Kindern. Und ja, okay, Daniel? Ja, das macht es jetzt halt nicht besser, dass es halt eben nicht unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind, sondern quasi begleitete, meinetwegen auch nur durch, in Anführungszeichen, durch alleinerziehende Frauen, oder in dem Moment alleinerziehende Frauen begleitete. Das gehört halt eben thematisch einfach in den Ausschuss Familie, Kinder und Jugend. Auch wenn wir das irgendwie, wenn wir gerne, ich sag mal, irgendwie so ein Integrationsministerium hätten, was auch dem Namen Integrationsministerium irgendwie entspricht, das ist aber halt hier nicht der Fall. Ja, das ist ein Anhängsel halt eben im Ministerium von Herrn Minister Schmelzer. Und Fakt ist, Schneider hieß früher der Vorgänger. Fakt ist, die Anträge der anderen Fraktionen behandeln wir halt eben da. Und ich würde dann schon gerne dieses Thema nicht nur anhand eines CDU-Antrags zum Beispiel bei uns im Ausschuss behandeln, sondern auch anhand eines guten Antrags, sprich eines Piratenantrags. Käme ich mir insgesamt einfach besser bei vor.
Okay, vielen Dank, Daniel. Jetzt gibt es noch ein paar Wortmeldungen dazu. Dietmar? Ja, Schmelzer. Er hat ja auch nicht blöd geguckt, ne? Als gesagt wurde, ich hatte das gesagt, Silvester war auch eine Frage der verfehlten Integrationspolitik. Geguckt wie ein Auto, ja, weil er überhaupt gar keinen Plan hat. Integrationsministerium, Michel, du sagst, nicht in zig Ausschüsse überweisen, doch, ich sag ja, in alle am besten. Weil das würde nämlich gerade auch unterstreichen, warum wir die Bündelung in einem Ministerium brauchen. Das ist ähnlich wie mit dem Internetministerium, ja, wo eben ein ressortübergreifendes Spektrum erfasst werden muss. Und das ist, glaube ich, hier auch der Fall. Okay, Vorschlag zur Verfahrensweise, da wir ja hier selten jetzt kontrovers über die Ausschussüberweisung abgestimmt haben. Und ich glaube auch, dass das hier lösbare Probleme sind, dass wir das mal trennen von der Abstimmung über den Antrag und dass sich dann die Beteiligten jetzt gleich zusammenfinden und da eine Lösung finden. Ja, Moni? Ja, das genau ist halt auch meins. Lass uns bitte die Anträge abstimmen. Ich muss wirklich gleich los, sonst haben wir ein Problem. Könnt ihr das bitte im Nachgang dann klären? Okay, dann war das auch die Intention von Grumpy. Okay, ja, inhaltliche Fragen noch dazu? Keine. Wer ist dagegen, dass wir diesen Antrag hier ins Plenum einreichen? Hier ins Plenum einreichen, da bist du dagegen? Nein, hier, in diesem Landtag. Okay. Also, niemand dagegen, keine Enthaltung. Dann ist das einstimmig angenommen mit dem Hinweis, dass sich die Beteiligten dann möglichst zeitnah zusammenfinden, damit auch Grumpy die Hinweise hat für die PGF-Runde. Ja. Okay, kommt der nächste Antrag mit Riesenschritten auf uns zu. Der Entwurf der Bundesregierung für das Verwertungsgesellschaftengesetz diskriminiert Genossenschaften, Abwanderung der C3S ins europäische Ausland verhindern. Da würde der Antragsteller Lukas gerne ein paar Worte zu verlieren. Bitte, Lukas. Ja, es ist für mich war das ein relativ komplexer Sachverhalt. Ich habe es 5-mal gelesen und immer noch nicht so ganz verstanden, musste mir da halt von Gerhard und unseren Referenten ein bisschen helfen lassen. Es gibt folgendes Problem. Ich versuche es jetzt mal einfach so wiederzugeben, dass es hier dafür steht. Es gibt eine EU-Richtlinie von 2014, die heißt EU-Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und Verwandtenschutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt. Erstmal sacken lassen. So. Und diese EU-Richtlinie wird jetzt voraussichtlich im April 2016 vom Bundestag in dem Verwertungsgesellschaftsgesetz umgesetzt. Leider sieht es so aus, dass da laut der Beurteilung der Juristen der C3S, sprich der Alternative zu GEMA, das sind die, die sich halt um Lizenzierung von Musik mit offenen Lizenzen kümmern, ihr wisst Bescheid, also die haben das mal geprüft und haben da halt zwei Problemstellungen isoliert in diesem Entwurf zum Verwertungsgesellschaftsgesetz des Bundestages. Und jetzt geht es halt eben darum, dass wir das parlamentarisch aufgreifen, auf diese möglichen Rechtsunsicherheiten hinweisen und dass die Landesregierung da halt nochmal auf Bundesebene nachhakt und das eventuell nochmal prüfen und bewerten lässt. Es gibt auch durchaus von Juristen andere Bewertungen, die sagen, das ist gar nicht so schlimm, aber wir kennen ja, wie das so ist mit den Juristen. Es gibt verschiedene Auffassungen davon. Und die C3S, die ja ihren Sitz in Düsseldorf und somit in NRW hat und so als Leuchtturm der halt offenen oder Quatsch, der freien Lizenzierung von Musikstücken gilt, die sieht es als Gefahr und ich sehe uns da halt in der Pflicht, dass wir das parlamentarisch aufgreifen, darauf hinweisen und diesen Antrag einbringen. Das quasi als Kurzform. Ja, gibt es Fragen zu dem Antrag? Ich würde ansonsten sagen, ist das eine Wortmeldung oder keine? Ach so, okay. Klar. Ja, die zuständige Referentin kam am Freitag zu mir mit Bitte um Prüfung. Ich habe das dann in der Kürze der Zeit versucht und
Die Nadja hatte auch am Freitag einen Link zum Pad rumgeschickt, wo es bei jedem Antrag Rubriken gibt, Justizariat und noch eine weitere Rubrik, glaube ich. Da habe ich auch immer Eintragungen gemacht, die sind jetzt hier aus welchen Gründen auch immer nicht übernommen. Ich habe da eingetragen, dass ich den Antrag also aus juristischer Sicht so noch nicht nachvollziehen kann. Also dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung im weiteren oder späteren Stadium ist es, soweit ich das gesehen habe, noch nicht, sieht halt vor, dass nach diesem Verwertungsgesellschaftengesetz nicht nur Mitglieder der Verwertungsgesellschaften, sondern auch weitere Berechtigte über Delegierte ein Stimmrecht ausüben können. Und ich weiß jetzt gar nicht, weil ich sozusagen nicht der Fachreferent bin, wie viele Verwertungsgesellschaften es eigentlich in Deutschland bisher gibt, außer GEMA. Gibt es noch weitere? Sogar noch viel mehr. Ja, wunderbar. Und welche Rechtsformen die haben. Aber das, was jetzt in dem Antrag kritisiert wird, ist, dass dieser Gesetzentwurf spezifisch gegen das Genossenschaftsgesetz verstoße, weil es sozusagen die Rechte der Mitglieder einer Genossenschaft unterhöhle. Wie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Gesetzentwurf dieses Verwertungsgesellschaftsgesetz gar nicht spezifisch auf das Genossenschaftsgesetz Bezug nimmt. Das zum Ersten. Und zum Zweiten, in der Tat scheint es mir so zu sein, dass durch diesen Gesetzentwurf eben bei Verwertungsgesellschaften eine Erweiterung der Mitbestimmung sozusagen geschaffen wird, eben dadurch, dass nicht nur Mitglieder einer Gesellschaft, sondern auch berechtigt, das sind solche, die einen Wahrnehmungsvertrag haben, und ich stelle mir das so vor, eine Verwertungsgesellschaft schließt einen Vertrag mit einem Dritten, einem Externen, weil der sagt, ich möchte zwar bei euch nicht Gesellschafter oder Mitglied werden oder wie auch immer, aber ich bin Urheber und ihr sollt das bitte für mich, mein Urheberrecht, verwalten und verwerten. Das ist etwas Neues, weil scheint mir etwas Neues zu sein, weil es sich eben nicht um Mitglied handelt. Aber insofern gibt es auch einen latenten Widerspruch zu anderen Gesellschaftsformen. Ne? Also auch wenn es zum Beispiel eine Verwertungsgesellschaft in einer Gestalt einer GmbH ist oder einer anderen Form, haben wir dann den Fall, dass wir Nicht-Gesellschafter haben, die Rechtsinhaber sind, also ein Urheberrecht haben. Und über einen Wahrnehmungsvertrag mit einer Verwertungsgesellschaft jetzt nach dem Gesetzentwurf mitbestimmen können. Das ist also kein spezifisches Problem. Das ist das Erste, was ich zum jetzigen Zeitpunkt an dem Antrag nicht nachvollziehen kann. Und anscheinend mir auch die Einordnung von investierenden Mitgliedern, das ist eine Kategorie, die es anscheinend nur beim Genossenschaftsgesetz gibt, dass eben auch da sozusagen eine Kollision mit den Rechten von investierenden Mitgliedern nach dem Genossenschaftsgesetz stattfindet, kann ich so auch noch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, das war jetzt alles relativ kurz seit Freitag. Ich hätte da gerne auch vorher noch vielleicht zum Beispiel mit Dietmar oder Dirk oder anderen interessierten Mitgliedern der Fraktion diskutiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass dieser Antrag zumindest dann aus den anderen Fraktionen Nachfragen auslösen wird. Und die müssten dann ja auch gegebenenfalls beantwortet werden können. Und das kann ich aufgrund der Antragsbegründung so noch nicht, würde ich eher davon abraten, weil das ergibt sich aus der Antragsbegründung nach meiner Auffassung so noch nicht. Ja, jetzt hatte ich mich auch auf die Redeliste gesetzt und dann Moni. Ganz kurz dazu, es ist eine Bundesratsinitiative und es geht um ein Bundesgesetz und gefordert wird die Bundesratsinitiative, um einen Konflikt aufzulösen. Dieser Konflikt ist aber hier nicht ganz genau benannt, sondern es geht um den Konflikt mit dem Genossenschaftsgesetz. Ich sage mal, in den Fachkreisen ist er sehr wohl bekannt. Und es ist ja, der Lukas hat es ja eben gesagt, die Unterschiedlichkeit in der Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung und in den Paragraphen, die da drinstehen, die unterschiedlich interpretiert werden. Hier geht es um eine Klarstellung, dass die Landesregierung sich einsetzt, dass es keine Konflikte mit dem Genossenschaftsgesetz gibt. Weil die Landesregierung ganz genau weiß, die größte Konkurrenz für die GEMA ist als Genossenschaft organisiert. Und sie soll damit klarstellen, dass es in diesem für diese Gesellschaft keine Probleme gibt. Insofern wissen die Beteiligten eigentlich Bescheid. Ich glaube auch die Beteiligten hier in der Plenarrunde, weiß ich nicht, ob die Bescheid wissen. Das wird sich dann zeigen. Ich würde dafür plädieren, den Antrag so zu stellen,
Ich habe auch an anderer Stelle mit jemandem darüber gesprochen und das ist vor allen Dingen eine richtige Initiative zur richtigen Zeit, weil nämlich das Verfahren im Bundesrat genau jetzt über die Sitzung, die jetzt ansteht, erreicht werden kann. Ja, ich würde es tun und nochmal, da wir ja hier eine Initiative fordern und nicht gesetzgeberisch hier tätig werden, also oder gesetzesvorschlagsmäßig, kann man die leichte Offenheit der in dem Antragstext, glaube ich, so stehen lassen. Moni hat sich gemeldet und Lukas. Ich habe nur die Frage, ob das zeitkritisch ist, ob der jetzt rein muss. Ansonsten würde ich nach dem, was Gerhard gesagt hat, dafür plädieren, das nochmal in Ruhe durchzusprechen, weil wir sind öfter schon in der Situation gewesen, wo es dann plötzlich so ein Hoppla gegeben hat und das würde ich eigentlich lieber vermeiden. Also angesetzt ist das im Bundestag halt eben für April. Das nächste Plenum ist im März. Dann könnte es zu kurzfristig sein. Auf der anderen Seite, danke Gerhard für deine Ausführung. Ich habe das jetzt tatsächlich so verstanden und nehme das auch so mit als ein Veto eben von dir als Fraktionsjustiziar. Doch, das ist ein gutes Recht von dir. Das finde ich okay, weil das ist dein... Das ist dein Handwerk. Das ist nicht mein Handwerk. Ich kann bestimmt andere Sachen auch gut. Aber das ist halt, für mich war das ein recht komplexes Thema. Und wenn du sagst, du kannst den Antrag so nicht nachvollziehen, weil du auch zeitlich nicht die Möglichkeit hattest, dann hätte ich tatsächlich ein besseres Gefühl, wenn wir eher in das Risiko laufen, ihn zu spät zu stellen, als eben so zu stellen und er ist halt sachlich und fachlich nicht richtig. Also ich bin jetzt verunsichert, wenn ich ehrlich bin. Michel? Direkt an diese Worte anschließend, Lukas, stelle ich denn lieber einen Antrag gar nicht, als dass ich einen falschen Antrag stelle, wo ich mich dann hiermit lächerlich mache. Ja, Tom, noch ein Wort mehr. Ja, nur eine Nachfrage. Man könnte doch einfach, wenn das jetzt, ich meine, im April ist die Bundesratssitzung, dann kann man doch für März eine, bitte? Bundesrat, ja, habe ich, was hat er gesagt? Bundestag. Bundesratssitzung, ne? Bundestagssitzung, gut. Dann könnte man doch den Antrag als direkte Abstimmung machen und formulieren, sodass man bestimmte Sachen einfach gelöst haben möchte für die Debatte. Dann braucht man nicht noch irgendwie warten. Wir wissen ja selber, dass es gibt eine Mini-Aufmerksamkeit für ein Thema dann zur Plenardebatte und darum sind ja eigentlich, das umgekehrte Verfahren müsste ja eigentlich das dauerhafte Verfahren sein, weil das viel sinnvoller ist. Aber man kann dann den Antrag, ich habe den jetzt nur überflogen, aber doch so umformulieren, dass er da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht viel machen, als direkte Abstimmung funktioniert. Das und das und das muss gelöst werden. Weil du natürlich auch zu Recht gesagt hast, die Debatte hier, die will keiner führen, so wirklich im Landtag. Und ob wir jetzt dann, ob wir bei euch im Ausschuss denn da nochmal drüber reden und dann das Ding irgendwie zurückkommt oder so, ist natürlich der richtige Mehrwert, ist da natürlich auch nicht irgendwie gegeben. Also man kann das doch ganz gut verbinden, dass man im eine der beiden März-Plänen diesen Antrag berät im Plenum. Und dann hat man unser Votum für ein April-Plenum im Bundestag. Lukas? Ich kann damit leben und würde den Antrag an dieser Stelle quasi zurückziehen und dann halt nochmal durch uns oder von uns nochmal prüfen lassen, ausarbeiten lassen. Darf ich kurz fragen, ob du nicht noch mal kurz mit der Referentin Rücksprache halten willst dazu? Okay. Ja, aber ich habe eine andere Information zur Notwendigkeit und zeitkritischen Zustand. Ja, dass es halt jetzt notwendig ist. Du wolltest das im Ausschuss besprechen. Der Ausschuss kann sehr gut über und mit C3S reden. Das war die Intention, das da zu bereden und in die laufende Diskussion diesen Konflikt hier, in die laufende Diskussion im Bund diesen Konflikt hier einzubringen.
Und das war meiner Meinung nach notwendig, jetzt anzuschieben. Aber wenn es diese andere Möglichkeit auch gibt, sei es drum. Okay, gut, dann ist das. Ja, ich glaube, der Antrag ist zu komplex oder das Thema ist zu komplex als für eine direkte Abstimmung. Das wird dann deswegen wieder abgelehnt werden. Da wird nicht über den Inhalt gesprochen. Das ist halt schade. Okay. Das geht um die Umsetzung der EU-Richtlinie und da haben natürlich, da ziehen ja eine ganze Menge Leute Strippen und da ist vor allen Dingen auch hier unser Musikbeauftragter, wie der da heißt, der Berater von Herrn Gabriel, sicherlich als einer der GEMA-Vertreter dabei, möglichst viele Steine in den Weg zu legen, den möglicherweise konkurrierenden Verwertungsgesellschaften. Insofern, ja. Gut, dann ist die Entscheidung jetzt so hier im Moment gestellt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der nächste ist gestrichen. Wie ich das interpretiere, das noch einer. Ist das kein Fehler? Entschuldigung, da gibt es noch eine Anmerkung, ja? Also der Antrag zum Gesellschaftsgesetz ist jetzt zurückgestellt. So, das war ja die Anmerkung von Grampi. Entschuldigung, dass ich das nochmal deutlich sage, der ist zurückgestellt, nicht abgestimmt. Der Antrag zum, die sind jetzt leider nicht nummeriert, also der Antrag zum Verwertungsgesellschaftengesetz ist zurückgestellt. Gut, der nächste Antrag, Religionsgemeinschaften, ist gestrichen. Lukas? Ich habe ja euch Abgeordneten gestern Nachmittag eine längere E-Mail geschickt zu der Problematik, die sich mir da aufgetan hat. Ich finde, wir müssen Positionen finden bis Donnerstag, weil dort die Debatte und Abstimmung im Kultur- und Medienausschuss zum WDR-Gesetz bzw. zum 15. Rundfunkstaatsvertrag geführt wird. Bis zu diesem Donnerstag sollten die Änderungsanträge zu dem Gesetz vorliegen. Wir müssen uns, wir sollten darüber reden, ob wir einen werbefreien öffentlichen Rundfunk haben wollen oder nicht. Wir müssen darüber reden, ob wir die Religionsgemeinschaften, die jetzt im WDR-Rundfunkrat vertreten sind, sprich die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die jüdische Gemeinde, wir sie aus dem Rundfunkrat rausnehmen, nicht um sie zu benachteiligen, sondern um die anderen Religionsgemeinschaften nicht zu benachteiligen, die dort nicht reinkommen, weil zum Beispiel die muslimischen Verbände keinen Dachverband haben, das ist das große Problem, sondern es sind mehrere. Und das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Wenn wir es dazu schaffen sollten, als Fraktion eine Position zu beziehen, dann könnte ich entsprechende Änderungsanträge zum Gesetz in die Ausschusssitzung am Donnerstag bringen und wir könnten das wunderbar kommunizieren. Das Problem ist, wir haben das programmatisch in NRW im Vorfeld der Landtagswahl versäumt zu definieren. Es gibt andere Landesverbände, die haben diese Forderung nach einem werbefreien Rundfunk. Wir haben es nicht. Wir sagen Rundfunk stärken und so, ja, öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken, alles super, aber wir haben nichts zur Werbefreiheit. Das ist natürlich ein Problem. Jetzt könnte man aber natürlich daraus ableiten, dass wir, indem wir ihn unabhängig machen von Werbe- und Sponsoringverträgen, stärken in der Unabhängigkeit, weil er unabhängig wird von eben solchen Werbeverträgen und somit besser arbeiten kann und freier arbeiten kann als jetzt. Das wäre die eine Sache. Und
Wir haben auch keine Aussage zu einem anderen Punkt, nämlich eben zu den Vertretern der Landeskirchen im Rundfunkrat. Gleichwohl setzen wir uns ja für die Säkularisierung ein, sprich für die Trennung von Staat und Kirche. Jetzt ist es aber so, der Rundfunkrat ist ja kein Staat, könnte man denken. Jein, denn die Mitglieder des Rundfunkrates werden wiederum vom Landtag gewählt. Insofern sehe ich da dennoch einen Bezug und könnte das damit verargumentieren. Wenn wir diese zwei Kernforderungen stellen würden, ließe sich das wunderbar kommunizieren, weil wir hätten echt einen knallfesten Standpunkt dazu. Momentan sieht es so aus, die Forderung nach dem werbefreien öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatten, ja, Moni, ich weiß, du hast keine Zeit, aber dann tut es mir leid. Gut, dann lest meine E-Mail. Wir werden heute das nicht behandeln. Ich werde diese beiden Forderungen per Umlaufbeschluss einstellen. Bitte euch darum, schnellstmöglich mitzumachen, damit ich die Änderungsanträge bis Donnerstag in Ausschuss bringen kann. Vielen Dank. Okay, Moni. Ja, nochmal. Also mir tut das leid. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt. Aber da muss das ein extra Tagesordnungspunkt sein, den wir hier bitte diskutieren. Ich finde es halt schwierig, wenn wir halt einen Punkt haben und dann immer wieder in völlig andere... Tagesordnungspunkt, ja, hätte ich bis gestern 10 Uhr beantragen sollen, hat nicht geklappt, deswegen haben wir ihn nicht. Tut mir leid. Ich halte mich dann halt auch nur an die Vorgaben. Lukas, ich wollte nur einfach sagen, das geht. Ne? Das haben wir jetzt durch. Ich sehe das ja auch richtig, dass wir durchaus, da es ja das BDR-Gesetz ist, den Änderungsantrag auch noch als Gesetzesänderungsantrag noch später stellen können und als Entschließungsantrag ebenfalls. Nicht heute. Daniel? Mein Bauchgefühl mag mich täuschen. Ich sehe keinen großen Dissens bei den beiden vorliegenden Anträgen hier in der Fraktion. Also zumindest nach meinem Verständnis. Ich würde stark dafür plädieren, die Dinge abzustimmen. Also ich würde beiden Anträgen hier zustimmen, die gehen in die richtige Richtung und go. Oder erwartet ihr jetzt irgendwie eine Riesendiskussion. Auch ich verstehe die Problematik, dass wir in NRW das halt im Wahlprogramm und so weiter nicht festgezurrt haben explizit. Es gibt aber andere Länder oder andere Landesverbände, die das haben. Ich sehe eine gewisse Metathematik da, die ich vergleichen könnte. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn das thematisch in meinem Ausschuss aufploppen würde, ich würde euch gar nicht fragen. Ganz kurz, ich mache es trotzdem per Umlaufbeschluss, das wäre nämlich sauberer, weil die Anträge in der Form, wie sie jetzt sind, passen dann nicht ganz rein, also rein vom Format her. Insofern, ich mache es per Umlaufbeschluss, ich werde jeden Einzelnen von euch anrufen und dazu nötigen, abzustimmen. Genau, dazu wäre ich dir auch dankbar, Lukas. Vielen Dank jetzt nochmal gerade für die Anmerkung und dann kommen wir aber mit großen Schritten, also das waren jetzt hier beide zum BDR-Gesetz, jetzt kommen wir zum Antrag pro Verschlüsselung. Gegen jegliche Art von Hintertüren und Kryptobeschränkungen, auch für staatliche Institutionen. Und wer steht da schon wieder? Der Herr Lammler, bitte. Genau, ich bin heute hier, One-Man-Show, nee, Quatsch. Ich habe euch ja, also allen Abgeordneten, glaube ich, nochmal die aktuelle Fassung des Antrags in die Hand gedrückt. Wer ihn nicht hat, kann sich den hier abholen, aber ich denke, jeder hat ihn. Hat jetzt einen anderen Titel, Inhalt ist ungefähr der gleiche. Ein Absatz ist rausgeflogen, anderer, der das Ganze nochmal verdeutlicht und nochmal die Förderung explizit anspricht, ist reingegangen, ändert sich nichts. Es sind eigentlich nur Schönheitskorrekturen und ich würde mich freuen, wenn ihr dem zustimmen könntet. Ist ein Antrag zur direkten Abstimmung, weil ich auch ehrlich gesagt nicht wüsste, in welchem Ausschuss wir sowas diskutieren sollen und man kann halt dafür sein, sich entsprechend positionieren oder halt eben nicht. Da werden wir auch keinen Konsens mit den anderen finden. Und ich bin gespannt, wie Rot und insbesondere Grün sich dazu positionieren werden. Gibt es Anmerkungen, Fragen zu dem Antrag? Ja, ich habe eben, Entschuldigung, der Titel, vorliegen, aber habe es anders vorgelesen. Also rein für das Videoprotokoll, dieser Antrag heißt jetzt mehr Verschlüsselung wagen. Staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Ausrufezeichen. Also inhaltlich ist durchaus vergleichbare Richtung zu erkennen. Gut, da es keine Fragen zu dem Antrag gibt, kommen wir zur Abstimmung. Ist jemand dagegen, dass wir diesen Antrag hier im Plenum des Landtags NRW einreichen? Keine. Gibt es Enthaltungen? Gibt es auch nicht. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen.
Und kommen wir zum nächsten. Weiß ich nicht, ob sich da der Titel geändert hat. Ich habe schon mal was anderes gelesen dabei, aber okay. Informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Moni, bitte als Antragsteller. Der Antrag liegt ja seit Freitagmittag vor. Da waren ein paar redaktionelle Fehler drin, also der Landtag fordert und beschließt, da haben wir nochmal dran gearbeitet. Deshalb stehe ich hier auch so ein bisschen unter Strom, weil ich halt nicht so, sage ich mal, auf Mitarbeiter hier Zugang habe an manchen Tagen. Es hat nochmal eine Diskussion gegeben, die der Olli angestoßen hat. Der hatte ja bei der Mammelsitzung abends drunter geschrieben, hatte mich auch am Wochenende in Kassel darauf angesprochen. Daraufhin bin ich jetzt hier nochmal mit zwei Leuten unterwegs und deshalb müsste ich das jetzt einfach auch noch klären. Aber inhaltlich ändert sich tatsächlich nichts. Es geht nur darum, einen Punkt noch etwas verständlicher zu formulieren. Das ist eine relativ weitgehende Forderung. Die wird sicherlich sehr kontrovers diskutiert, aber das haben wir halt mit dem AK Bildung abgesprochen und wir wollen extra mal so ein bisschen polarisieren, um nicht immer so, ne, man könnte, sollte, wollte, sondern einfach auch mal zu sagen, ja, auch wenn das sicherlich nicht so einfach umzusetzen ist, einfach mal zu sagen, jetzt, ne, gehen wir mal ganz tough hier mit den Dingen nach vorne. Michelle? Ein Satz noch dazu, weil gerade gesagt wurde, wir haben ja bei dem Punkt davor das landesparteilich nicht eingezurrt oder festgezurrt. Es wird entweder zum jetzigen Bundesparteitag, je nachdem, wie weit die Grundsatzprogrammleute kommen, oder dann zum nächsten Bundesparteitag entsprechend sogar den Änderungsvorschlag der Bundesbildungsleute geben, das ins Grundsatzprogramm der Partei zu schreiben, dass wir für informatische Grundbildung ab null sind, sozusagen. Okay, gibt es hier Fragen zu dem Antrag, Anregungen, Anmerkungen? Das sehe ich nicht. Ist jemand dagegen, dass wir den Antrag hier im Plenum einreichen? Das sehe ich auch nicht. Möchte sich da jemand enthalten? Das sehe ich auch nicht. Damit wäre der Antrag einstimmig angenommen. Beim nächsten Punkt gebe ich eine gewisse Befangenheit zu. Deswegen werde ich vorab ein Meinungsbild abfragen. Kurze Erklärung dazu, da steht Antrag Frank Videoüberwachung. Kurze Erklärung dazu, ihr erinnert euch, wir hatten eine Sondersitzung des Landtags in der letzten Woche am Donnerstag. In dieser Sondersitzung gab es eine Reihe Entschließungsanträge, angenommen wurde interessanterweise der von SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Und in diesem Entschließungsantrag ist eine Ausweitung der Videobeobachtung auf Basis des Polizeigesetzes beschlossen worden. Das heißt, der Landtag hat dieses beschlossen und mit einer Umsetzung ist zu rechnen. Mir war es leider nicht möglich, von Donnerstag Mittag, Nachmittag bis Freitag Fristende einen Antrag dazu einzureichen. Das habe ich jetzt erst in der letzten Nacht geschafft. Insofern, der liegt euch vor, der ist relativ einfach. Ich würde jetzt aber erstmal ein Meinungsbild abfragen, ob der hier zugelassen wird, kurz vorgestellt zu werden. Du hast eine Anmerkung dazu oder? Okay. Also du sagst gerade, der liegt uns vor, mir liegt er nicht vor. Bis heute Nacht, wenn du sagst, du hast das irgendwie gestern Abend geschafft. Ich weiß nicht, wo ist der Antrag? Also 20 Piraten Abgeordnete ist er geschickt worden. Heute Nacht hättest du... Alle Referenten, Markus. Und alle Referenten auch. Gut, Entschuldigung, ich hätte auch einen Ausdruck machen können. Tut mir leid, ich versuche hier den elektronischen Weg zu gehen. Ja, aber wie man es macht, ist nicht optimal, ne? Ja. Okay, das Meinungsbild würde ich halt der Form halber abfragen. Ich kann auch kurz was dann doch zum Inhalt sagen, falls das wichtig. Es geht darum, das, was hier im Polizeigesetz vor 2 Jahren beschlossen wurde, auch zu beachten, dass nämlich evaluiert wird, und zwar mit wissenschaftlicher Unterstützung, wie die Wirkung der polizeilichen Videoüberwachung hier funktioniert, ehe man weitere
Bauten macht. Und diese Evaluierung fordern wir ein. Außerdem eine Dokumentation des bisherigen Vorgehens, ebenfalls im Polizeigesetz so vorgesehen, bis jetzt nicht gemacht. Ich denke, wir können nicht einfach auf dem kalten Weg in so einem Entschließungsantrag hier eine Ausweitung der Videoüberwachung so geschehen lassen. Wir müssen uns da irgendwo, müssen das hier thematisieren im Landtag. Das ist die Intention des Antrags. Deswegen ist er geschrieben. Also das Meinungsbild, sollen wir den jetzt, Entschuldigung, noch eine Frage? Ich bin befangen, hilft mir einer, dass ich kann das jetzt weitermachen und über den Antrag sprechen, mache ich sehr gerne. Ich möchte das aber jetzt nicht an mich reißen. Gibt es Einwände, dass wir über den Antrag reden jetzt? Nee. Nicht? Okay, gut, dann Daniel. Also von mir gibt es übrigens deswegen keine Einwände, weil ich den Antrag für mindestens sinnvoll oder sagen wir mal besser sogar überfällig halte. Ich finde es eigentlich schade, ja, oder da hatten wir ja während des Sonderplenums auch schon drüber gesprochen, ich finde es eigentlich schade, dass wir eben keinen Entschließungsantrag zum Sonderplenum hatten. Das hätte ich mir persönlich gewünscht, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Gibt es ja beide sinnvolle Ausrichtungen. Ich halte den Antrag für richtig, ich halte ihn für angemessen. Der ist überraschenderweise nicht mal, ich sag mal, Piraten so Hardcore-Position, also von wegen irgendwie, lass uns Kameras mit Steinen bewerfen, sondern versucht das Ganze eben evaluationsbasiert letzten Endes darzustellen und zu überprüfen. Also von daher finde ich den gut. Ich glaube, das kann man noch gut kommunizieren und ich würde mich freuen, wenn wir den Antrag einreichen könnten. Okay. Reihenfolge weiß ich jetzt nicht. Hilmar, Oliver? Ich rede mal dagegen, den jetzt einzureichen. Ich finde den Verweis auf das Polizeigesetz natürlich richtig. Ich finde das wahllose Herausgreifen einer der 15 Punkte gerade, halte ich so richtig der Inhalt ist und so wichtig auch für die Piraten eben, wie der Inhalt ist, das wahllose Herausgreifen eines der 15 Punkte halte ich für falsch an dieser Stelle. Weil im Moment ist, wie ich immer so schön sage, die Punchline noch eine andere. Die Punchline ist noch, Innenminister Jäger, wer heute die Presse gelesen hat, es ist am Neujahrsnachmittag schon bekannt gewesen, dass Vergewaltigung stattgefunden hat und so weiter. Da wird die Punchline im Moment sein. Ich würde dazu raten, dass wir diesen Antrag, der gut ist, ich habe ihn jetzt gerade gelesen auch, es steht inhaltlich gar nichts gegen, dass wir den erst im März stellen, weil der Fokus auch im nächsten Plenum auf diesen Untersuchungsausschuss gehen wird und meiner Auffassung nach der in dem ganzen Wirrwarr um den Innenminister untergehen wird. Die Frage lautet für mich auch, soll der direkt abgestimmt werden? Wahrscheinlich. Ist für mich vertane Aufmerksamkeit an der Stelle, weil wir damit nicht durchkommen werden von der Aufmerksamkeitswelle her. Also ich will gar nicht gegen diesen Antrag in Inhalt reden, sondern gegen den Zeitpunkt. Ja, ein Entschließungsantrag zum Sonderplenum wäre schön gewesen. Punkt. Der kann und sollte jetzt gestellt werden, meiner Meinung nach. Es ist ein Antrag, der nicht jetzt unmittelbar Bezug nimmt, obwohl es natürlich der Anlass ist, aber unmittelbar Bezug nimmt auf den beschlossenen Entschließungsantrag. Also insofern ist das kein Manko, dass er nicht auf alle 15 Punkte Bezug nimmt. Ich würde ihn auch so abstimmen wollen mit einer kleinen Korrektur. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Zunächst die Sache, die schon genannt wurde, ist relativ
zurückhaltend. Es steht ja im Grunde sogar drin, bei der Aufklärung sind Kameras zwar nicht oft, aber auch zur Aufklärung sinnvoll. Das ist und es stehen jetzt keine, ansonsten keine jetzt harten Sätze drin oder sowas, aber die, mit denen kann man, also Kameras schauen nur zu, während Straftaten passieren, sind dafür da, dass man nachher sich, also zum Beispiel die Sache, dass ja Kameras auch bedient werden müssen und dass man Leute braucht, die die Kameras auch auswerten und die sich darum kümmern, also da auch Personal benötigt wird wieder, ist zum Beispiel, glaube ich, nicht in diesem Antrag drin, aber es macht nichts, das können wir alles während des Plenums entsprechend sehr gut begleiten. Wir können auch nicht ein Dreitagesplenum, das Januar-Plenum hat drei Tage, sagen, wir machen da gar nichts, weil das ist ja Untersuchungsausschuss. Im Gegenteil, jetzt im Januar ist Platz für Anträge, auch für Anträge, die wir sonst vielleicht auch mal verschieben könnten, weil das Plenum schon so voll ist. Im Januar ist Platz für Anträge. Gerade wenn alle anderen sich sagen, das ist ja Untersuchungsausschuss, da machen wir nichts. Die beiden Folgeplänen, die ja im Februar findet ja kein Plenum statt und dann die beiden Folgeplänen sind alle immer nur zwei Tage. Jetzt haben wir drei. Aber jetzt mein Korrekturvorschlag noch. Der Sachverständige Pandelun hört sich ein bisschen auch seltsam an, aber darüber hinaus gehe ich davon aus, dass die Landtagsverwaltung nicht wegen des Pseudonyms, sondern wegen der grundsätzlichen Namensnennung von Sachverständigen in Anträgen sagen wird, dass der Sachverständige nicht genannt werden darf. Und ich würde an der Stelle, es sei denn, du nennst jetzt einen Grund dafür, an der Stelle den Namen einfach rausstreichen. Weil die Landtagsverwaltung uns schon mal einen Antrag zurückgeschickt hat, wo ein Sachverständiger genannt wurde. Okay, ich wollte was zu den Punkten sagen, aber dann. Ich habe deine Wortmeldung nicht gesehen, dann werde ich dir jetzt notieren. Nur eine kurze Anmerkung machen, unabhängig davon, wann wir den Antrag stellen. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Antrags prinzipiell stellt sich nicht. Ich würde, da es ein wichtiger Antrag ist, aber bitten, vorher noch mal in Sachen Orthographie und Grammatik drüber zu gehen. Danke. Dietmar, bitte. Also ich hab auch mit dem Zeitpunkt ein Problem. Und zwar deshalb, weil erstens wir auch sagen, Aufklärung tut Not und ist wichtig. Ja. Und weil gerade die Bezugnahme auf die Silvesternacht ja nun eindeutig klargestellt ist, auch durch die zeitliche Nähe zu diesen Ereignissen, wie aber auch zum Sonderplenum. Der 15-Punkte-Plan, über den sollten wir tatsächlich insgesamt noch mal reden. Also ein Entschließungsantrag nur bezogen auf die Videoüberwachung zum in der Sitzung vorgelegten 15-Punkte-Plan wäre vielleicht ein bisschen heftig gewesen. Wahrscheinlich auch nicht machbar, nicht umsetzbar. Aber heute wird nun mal berichtet, dass 1,6 Millionen Datensätze aus Funkzellenabfragen ausgewertet werden von Seiten des Justizministeriums bzw. der Staatsanwaltschaft und man dabei sei, 355 Stunden Filmmaterial aus Überwachungskameras und Videos von Privatleuten auszuwerten. Vielleicht wäre es richtiger, diese Geschichte der Auswertung von 355 Stunden Videomaterial sowohl im Innenausschuss als auch gegebenenfalls im Rechtsausschuss vorab einmal zu bespielen, um dann in einem nächsten Plenum und vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Ergebnisse daraus eine entsprechende Antragstellung zu machen. Sonst müssen wir uns unter Umständen dem Vorwurf aussetzen, später, abgesehen davon, dass der Antrag, wenn er denn direkt abgestimmt würde, sowieso abgelehnt würde, es machte also nur Sinn, die Sache in den Ausschuss zu spielen, vorwerfen lassen, hey, die 355 Stunden Auswertung von Filmmaterial haben tatsächlich Täter ergeben. Da würden wir uns natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen ins Knie schießen mit. Also von daher, vielleicht sollten wir einmal weniger Eile walten lassen als Sorgfalt und abwarten auf die Auswertung dieses Filmmaterials, welches ja da gezogen worden ist. Bevor wir jetzt wieder die große Keule Überwachung ist doof schwingen, ja, bin ich ja auch grundsätzlich piratisch dafür, gar keine Frage. 80 Filmkameras hängen da im Bereich Domplatte Hauptbahnhof.
Und dann warten wir doch mal ab, was das Ergebnis ist. Ich behaupte einfach mal ins Blaue hinein, die Auswertung wird nichts ergeben und keinen Täter ermitteln. Okay, es drängt mich wahnsinnig, alles Mögliche zu sagen, aber Daniel hat sich jetzt auch noch gemeldet, also bitte. Ein paar interessante Hinweise waren das. Ich denke die ganze Zeit über Hilmers Statement nach, dass halt, also die entscheidende Frage ist ja, kann es uns mit dem Antrag gelingen, in diese allgemeine Silvester-Jäger-Berichterstattung irgendwie einzudringen. Kann natürlich hier keiner beantworten, sage ich jetzt mal. Ne? Gefühlt kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein zusätzlicher Aspekt sein könnte, der in der Berichterstattung dazu führt, zu sagen, okay, also die Piraten sind quasi diejenigen, die da irgendwie zumindest einen Antrag gestellt haben. Meinetwegen sogar negativ konnotiert durch die Presse. Ne? Also die Piraten sagen sogar jetzt auch noch, Kameras sind irgendwie doof. Ne? So weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Presse das durchaus aufgreift. Zu dem, was Dietmar auch gesagt hat, ja, die Auswertung der privaten Videoaufnahmen abwarten. Im Prinzip sagen wir ja hier mit dem Antrag, wir wollen ja die Evaluation im Prinzip, also sozusagen die Erfahrungen, also wir fordern ja, dass diese Erfahrungen uns kenntlich gemacht oder uns zugänglich gemacht werden, damit sich der Landtag letzten Endes auch ein Bild darüber machen kann. Und möglicherweise ergibt sich ja durch diese ganzen Evaluationsberichte, dass Kameras das Geilste schlechthin sind bei der Bekämpfung von Verbrechen und wir immer Unrecht gehabt haben. Ich vermute allerdings, es wird halt darauf hinauslaufen, dass diese ganzen Evaluationen zeigen werden, die Kameras bringen nichts. Auch die 355 Stunden Kameraauswertungen werden vermutlich auch keine erhellenden Erkenntnisse bringen. Ich plädiere also dafür, den Antrag, so wie er jetzt ist, jetzt einzureichen, versuchen, diesen Akzent irgendwie zu setzen dann in der Berichterstattung. Und wenn dann rauskommt, dass diese 355 Stunden, also direkte Abstimmung, jetzt Antrag, direkte Abstimmung, und wenn rauskommt, dass diese 355 Stunden auch noch völlig ergebnislos waren, dann können wir meinetwegen im März, April nochmal nachlegen und dann nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, schafft diesen ganzen Scheiß aus dem Polizeigesetz meinetwegen ab, weil er bringt sowieso nichts. Ja? Das wäre jetzt so eine mögliche Strategie, wie man sie gehen könnte. Aber zurück zur Eingangsfrage, ja, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Vielleicht geht es auch ins Leere. Aber wir tun uns auch nicht weh, glaube ich. Also ich glaube, wir halten uns in Sachen Videoüberwachung immer noch die Möglichkeit offen, später nochmal was zu machen. Ein kleines Fragezeichen habe ich immer noch dabei. Ich glaube auch, dass in dem 15-Punkte-Plan, der im Entschließungsantrag nochmal sozusagen bekräftigt beschlossen wurde, noch andere Punkte sind, die aus unserer Sicht kritisch sind und vielleicht auch nochmal näher zu beleuchten wären. Aber das ist, ich sag mal, Frank und Dirks Job, da dann fürs Märzplenum oder sowas vielleicht nochmal nachzulegen. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Zum letzten Punkt, also auch in dem Antrag, Frauen in Flüchtlingsunterkünften halt zu schützen, greift auch ein Teil hier auf. Aber es ist nicht unser erster Antrag zur Videoüberwachung, es wird garantiert auch nicht unser letzter sein. Er ist auch nicht dazu gedacht, hier das Thema Silvester irgendwie platt zu machen, in gar keiner Weise. Das Wort Silvester, das taucht hier alles überhaupt nicht auf. Hier geht es ganz konkret um, ja okay, man kann es auch sagen, ein Teil aus dem 15-Punkte-Plan, aber es geht konkret um etwas, was auch bundesweit gerade diskutiert wird. Videoüberwachung, jeder schreit Videoüberwachung, Aktionismus und den Aktionismus ein Stückchen zu entlarven. Da geht es hier drum, nämlich bevor Videos ausgewertet sind, wird hier schon Beschlusslage auf Basis Polizeigesetz eine Ausweitung beschlossen. Und da geht es darum, die selbst beschlossenen Beschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen zu einer uferlosen Überwachung haben Sie hier übergangen, sind einfach nicht mehr da, weil
Man will jetzt halt nach vorne, man will was tun. Darum geht es hier, und sie daran zu erinnern, was sie selber beschlossen haben. Das ist die Intention des Antrags. Deswegen auch direkte Abstimmung. Und wenn das abgelehnt wird, dann äußern sich halt auch die Regierungskoalitionen hier pro Videoüberwachung und galore weiter geht's mit der Überwachung. Sollen sie mal machen. Wir werden dann darauf basierend natürlich weiter nachlegen im März. Also ich würde dringend dafür plädieren, den klein aber fein jetzt zu machen, Diskussion hier im Plenum darüber zu haben, weil die ist, glaube ich, jetzt wichtig und nicht erst im März. Wir werden viele andere Diskussionen auch in diesem Plenum haben, natürlich. Aber ich würde plädieren, halt hier auch zur Videoüberwachung zu reden. Gibt es noch weitere Fragen dazu? Dann darf ich zur Abstimmung kommen. Doch, noch eine von Michel. Ich habe eine Abschlussfrage, weil ich habe gerade natürlich meine Mails durchgeguckt. Ich habe zwei Mails mit diesem Antrag. Einmal von dir, von heute Nacht, und eine von 10.01 Uhr von einem Mitarbeiter von dir. Sind die gleich oder gibt es noch Änderungen seit heute Nacht um 3.25 Uhr? Das muss ich bei dir fragen, tut mir leid, das weißt du. Es sind, glaube ich, weiß ich nicht, ob das... Also orthografischer Hinweis kam ja noch. Ich würde dann noch mal auch drüber gehen. Ja, ich würde da auch noch mal drüber gehen, ob da was falsch geschrieben ist oder wer auch immer. Meine Rechtschreibkennung hat nicht angeschlagen. Da gibt es inhaltlich keinerlei Unterschiede. Und der Verteiler 10.01 Uhr ist, dann bist du im Antragsverteiler drin als Vorsitzender. Deswegen hast du es zweimal gekriegt. Okay. Dürfen wir noch beschließen? Moni ist weg. Danke, Einblick vor die Tür, so lange warten wir noch. Okay, dann darf ich jetzt die Frage stellen, ob jemand dagegen ist, den Antrag jetzt einzureichen. Möchte sich jemand enthalten? Du bist dagegen? Möchtest du ihn enthalten? Ihn einzureichen? Ist jemand dagegen, den Antrag einzureichen? Nein? Hier möchte sich jemand enthalten? Ja. Okay. Dann ist er mit einer Enthaltung angenommen. Danke dafür. Und dann haben wir den Top 5, Nachbereitung des... Entschuldigung, was noch? Okay. Dann sollen wir mal kurz durchzählen, wie viele Anträge wir jetzt abgestimmt haben. Michel, du hast noch eine Wortmeldung? Also die Intention von Moni, wenn ich sie richtig verstanden habe, blöd ist natürlich, dass sie jetzt nicht mehr da ist, war, dass wir gucken, wir haben viele Anträge, welchen davon bringen wir in diesem Plenum und welchen nicht. Von daher, ich weiß jetzt nicht, jetzt wäre es natürlich schick, wenn Moni da wäre und sagen könnte, wieso sie welche Anträge für viel und jetzt dringend und so weiter hält. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber können wir auch noch in 3 Jahren stellen, das ist richtig. Nein, also wir müssen auf jeden Fall jetzt darüber abstimmen, welche Anträge kommen in dieses Plenum, welche kommen später. Argumente dazu gab es ja bei den verschiedensten Anträgen. Ja, ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wir das am Anfang gesagt haben, als auch eine große Menge an Anträgen war. Deswegen würde ich schon plädieren, mal kurz durchzuzählen, wie viel wir jetzt tatsächlich haben. Weil es sind ja 2 oder 3, glaube ich, sogar zurückgezogen. Sind 5. Okay, Frage, sollen wir bei 5 jetzt darüber abstimmen, welchen wir nicht einbringen?
In diesem Plenum? Grumpy? Ich versuch's mal. Hallo, Entschuldigung, bitte nicht wundern. Ich würde vorschlagen, dass wir sehr wohl darüber abstimmen, welche wir für dieses Plenum einbringen und welche nicht. Und auch bitte dann in welcher Priorisierung für mich nachher, damit ich relativ möglichst wenig reden muss. Denn wir hatten es halt gerade eben auch so besprochen und hier beschlossen, dass wir halt sehr wohl darüber abstimmen wollen, welche wir für dieses Plenum einbringen und welche nicht. Dankeschön. Michelle? Also vor allen Dingen bitte deswegen, weil gerade ein paar Mal die Kritik geäußert wurde, Dinge vielleicht später einzubringen. Grumpy, gute Besserung, du klingst furchtbar, wurde gerade im Chat geschrieben. Ich gebe das jetzt mal weiter. Also ich habe jetzt einigen Anträgen, zumindest einem weiß ich es jetzt so ad hoc nur zugestimmt, dass wir ihn einbringen, aber nicht, dass wir ihn jetzt einbringen. Und von daher bitte die Abfrage einfach für die Anträge machen. Gut, dann ist jetzt... jeder beansprucht, sehr aufmerksam zu folgen. Ich versuche noch mal kurz die 5 Anträge, um die es jetzt geht, lese ich erst noch mal die Titel vor, damit jeder einen ungefähren Überblick hat, was jetzt gleich kommt. Ob einer oder alle 5, vielleicht gar keiner von diesen 5 hier eingereicht wird. Also der erste wäre, ich lese erst mal alle Titel vor, damit man halt das Spektrum auch gegenwärtig hat. Der erste Antrag ist die Einrichtung und Besetzung einer Stelle eines unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen. Der nächste Antrag ist geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen. Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherstellen. Ein weiterer Antrag. Michelle. Ich wollte erstmal die 5. Zu dem Antrag ganz kurz nur, da hat sich der Titel geändert, damit sich jetzt keiner wundert. Der Titel ist von Flüchtlingsfrauen in geflüchtete Frauen geändert worden. Ich habe geflüchtete Frauen vorgelesen. Ja, okay, gut. Ja. Dann der dritte ist mehr Verschlüsselung wagen, staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Ein weiterer. Informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Und der letzte Schluss mit gefühlter Sicherheit, keine Ausweitung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen. Um diese 5 Anträge geht es jetzt. Dann würde ich die jetzt einzeln abfragen, ob die zu diesem Plenum eingereicht werden sollen. Und würde am Schluss dann nochmal abfragen, welcher der, die wir dann einreichen, derjenige wäre, den wir am höchsten priorisieren wollen. Wir haben 3 Tage, okay, gut. Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Also soll der Antrag zur Einrichtung und Besetzung einer Stelle eines unabhängigen Landesbeauftragten für die Rechte und Belange von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen in diesem Plenum eingebracht werden? Wer ist dafür? Ich dachte, das hätten wir eben schon alles abgestimmt. Aber... Nee. Das sieht einstimmig aus. Okay, wer ist dafür? Wer ist nicht dafür? Machen wir es einfacher. Den Antrag, geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt auch in den Landesaufnahmen sicherzustellen, in diesem Plenum einzubringen. Wer möchte das nicht? Den Antrag zu stellen? Sicherstellen. Das ist niemand. Möchte sich dazu jemand enthalten? Das ist auch niemand. Dann ist es einstimmig beschlossen, dass wir den Antrag einbringen. Der Antrag mehr Verschlüsselung wagen. Staatliche Hintertüren und Kryptobeschränkungen sind der falsche Weg. Wer spricht sich dagegen aus, den Antrag in diesem Plenum zu stellen? Da sehe ich niemanden. Eine Enthaltung? Da sehe ich auch niemanden. Einstimmig beschlossen. Der 4. Antrag. Informatische Allgemeinbildung gewährleisten, Pflichtfach Informatik an allen Schulformen einführen. Wer spricht sich dagegen aus, den Antrag in diesem Plenum zu stellen? Das ist niemand. Gibt es Enthaltungen? Auch niemand. Einstimmig. Okay. Und dann Schluss mit gefühlter Sicherheit. Keine Ausweitung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen. Wer ist dagegen, diesen Antrag in diesem Plenum zu stellen?
Das ist ebenfalls niemand. Wer möchte sich jemand der Abstimmung enthalten? Eine Enthaltung. Zwei. Okay, Entschuldigung. Drei Enthaltungen. Oder war das eine Wortmeldung, weil du gewunken hast? Drei Enthaltungen. Damit aber immer noch einstimmig. Gut, dann haben wir jetzt 5 Anträge zur Einreichung. Wir haben 3 Plenartage. Priorisierung. Und es geht um die Priorisierung. Ja, ganz klar, der Kinderbeauftragte an top. Entschuldigung, wer ist dafür, den ersten Antrag Landesbeauftragten an? Nee, wir haben 3, wir haben 5 Anträge, 3 Tage. Das wird dann die so weise die PGF-Büro machen, dass die ersten drei werden priorisiert an jedem einzelnen Tag. Also, wer ist dafür, den Landesbeauftragten, Antrag Landesbeauftragten zu priorisieren? Ja, natürlich machen wir Approval. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt? Ja. Ich glaube, das muss jetzt nicht protokolliert werden, oder? Nee. Okay. Wer ist dafür, geflüchtete Frauen und Kinder nicht vergessen, Schutz vor Gewalt in Landesaufnahmen sicherstellen, zu priorisieren? Die Verschlüsselung wagen. Wer möchte diesen Antrag priorisieren? Jo. Die informatische Allgemeinbildung. Wer möchte diesen Antrag priorisieren? Überhaupt nicht. Ich möchte gar keinen Antrag. Und Schluss mit gefühlter Sicherheit. Keine Ausweitung, Videoüberwachung. Wer möchte diesen Antrag priorisieren? Alle gleich. Nee. Fast. Okay. Daraus wird sich, wenn sich 3... Ach, nee. Richtig. Und Verschlüsselung auch noch, wenn das da... Das kann ja nicht wahr sein. Hilf mir doch mal bitte. Hilf mal bitte. Wie war das bei der Stichwahl mit 3? Okay, machen wir nochmal Approval. Das sind die letzten 3 Anträge. Da steht jeweils 6, ne? Mhm. Ja. Okay. Ich lese 3. 3 mal 6? 1, 2, 3. Der andere hat 8. 5, 8, 6. Genau, die letzten beiden gegeneinander. Okay. Die letzten 3. Da steht doch jeweils 6. Alles klar. Ja. Okay, gut, alles klar. Also nochmal, dann informatische Allgemeinbildung gewährleisten. Wer möchte den priorisieren? Okay. Und die Videoüberwachung, wer möchte die priorisieren? Danke für die Anmerkung. Da wir auch sonst immer sehr viel Vertrauen in die PGF-Runden, nicht öffentlichen PGF-Runden und nicht protokollierten PGF-Runden stellen, denken wir auch, dass da wieder eine weise Entscheidung getroffen wird. So, damit wäre jetzt die Frage der Anträge, glaube ich, geklärt. Hat da jemand Einwände, dass wir diesen Topf verlassen? Ich sehe keine Einwände. Dann kommen wir jetzt zum nächsten. Und da erinnere ich, dass das eine Rückschau des letzten Plenums war. Möchte sich da jemand zu Wort melden jetzt?
Okay, also dann machen wir tatsächlich jetzt eine Viertelstunde. Viertelstunde? Ja, ja, bis 12 Uhr Pause. Wir werden danach noch einen kurzen Teil im öffentlichen Stream haben. Gut. Ja, Entschuldigung. Danke. Danke für den Hinweis, Michel. Wir haben noch deine 28 Minuten von heute. Läuft der Stream wieder? Vielen Dank. Entschuldigung für die. Wir haben uns hier etwas intensiv diskutiert. Wir machen dann weiter mit der Tagesordnung und haben, bevor wir zum Top 5 kommen, eine Wortmeldung von Michel. Bitte schön. Ja, lieber Frank als Versammlungsleiter hier, lieber Daniel, ich habe jetzt einen Antrag nicht unterschrieben, damit der so nicht eingereicht wird und hier unser PGF-Büro plötzlich Dinge tut und hinterher gefragt wird, was passiert denn jetzt hier? Wir hatten vorhin die Diskussion, ob der Antrag geflüchtete Frauen und in welchen Ausschuss der soll. Diese Diskussion haben wir verschoben ans Ende, dann haben wir sie nicht geführt. Wollt ihr diese Diskussion noch führen? Kurze Anmerkung dazu, die Diskussion war nicht jetzt gedacht, hier in der Runde zu führen, sondern die Beteiligten sollten sich zusammenfinden und das klären. Und zwar, gut, das ist eine Frage, ist das passiert? Also selbstverständlich ist das passiert und wir diskutieren gerade über, also per Mail natürlich, weil ich bin jetzt hier wieder in der Fraktionssitzung. Und wir versuchen gerade die Termine abzugleichen, damit die Mitberatung nicht unter Umständen irgendwie die Intention des eigentlichen Antrags sozusagen behindert. Okay, seht ihr da die Möglichkeit, ohne dass wir hier die Fraktionssitzung zu einer Entscheidung bemühen müssen, die Möglichkeit zusammenzukommen innerhalb der nächsten 60 Minuten? Ich glaube, dass wir jetzt gleich das vom Tisch haben hier. Ja. Gleich heißt in weniger als 60 Minuten. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir, Nadja, vielen Dank. Aber dann glaube ich, kommt der Hinweis noch rechtzeitig. Und sieht zumindest danach alles aus im Moment. Könnten wir also jetzt zum Top 5 Nachbereitung des Plenums kommen. Ich denke mal, das ist ganz lange her, im letzten Jahr irgendwo. Meint das vielleicht jemand? Wer möchte sich denn dazu melden? Entschuldigung, ja, das Sonderplenum. Ich, weil da stand nicht Sonderplenum. Sorry. Ja, völlig d'accord. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur gewesen, bin aber jetzt wieder voll konzentriert. Nachbereitung des Sonderplenums, das heißt letzte Woche Donnerstag, so lange ist das noch nicht her. Gibt es dazu Wortmeldungen? Daniel. Das wie die FDP. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich schon mal angefangen, damit der Michel sich nachher auch melden kann. Was mir ganz gut gefallen hat, auch obwohl die Sitzung ja relativ ja, kurzfristig und so weiter natürlich war, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild gemacht, was Social Media etc. angeht. Da hatten wir uns ja im Vorfeld hier auch auf gewisse Dinge verständigt. Ich glaube zumindest, also ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Aber es war aus meiner subjektiven Wahrnehmung eine deutliche Verbesserung zu sonst. Ich glaube, dass wir das fortführen können. Ich glaube, dass es an jedem Plenartag ein Thema, ein Antrag, einen Tagesordnungspunkt gibt, den wir ähnlich intensiv vorbereiten können, den wir auch ähnlich intensiv per Social Media etc. begleiten können. Ich glaube nicht, dass wir das immer für das gesamte Plenum irgendwie machen können, weil jetzt sind nun mal einfach auch nicht alle Tagesordnungspunkte irgendwie gleich interessant. Aber so ein bis zwei Tagesordnungspunkte findet man, glaube ich, an jedem Plenartag. Also mindestens ja doch unsere eigenen Anträge, die wir dann vorhin ja zum Beispiel auch irgendwie priorisiert haben, aber natürlich gerne auch irgendwie Anträge der anderen Fraktionen, so sie denn irgendwie interessant sind und auch via Social Media zu begleiten sind. Ich fand insgesamt, dass wir halt eine recht gute Performance da abgeliefert haben. Ich fand Michels Rede gut.
Wir sind gut in der Presse vorgekommen, also für unsere Verhältnisse zumindest gut, mit guten Erwähnungen. Ich fand Dietmars Rede, also den zweiten Aufschlag, also mir hat es Spaß gemacht, der zweite Aufschlag, auch wenn er nachher Michel im Prinzip viel Zeit dann auch geraubt hat, die Michel eigentlich noch sachlich eben vorbringen wollte. Aber wir haben wieder gesehen, was das hier im Prinzip für ein Sauhaufen ist, dieser Landtag, wo sich alle vier Fraktionen ständig darüber aufregen, dass Dietmar nicht zum Ende kommt. Also was ist das für eine Art und Weise? Ja, ich hätte mir persönlich gewünscht, dass Dietmar das noch weiter in die Länge gezogen hätte und so weiter, bis die wirklich hier kotzen. Ja? Also ich muss mir auch da den ganzen Tag viel Unsinn anhören. Ja? Also ich sag mal, 80% der Rede von Armin Laschet bestand einfach nur aus populistischer Kackscheiße. Ich muss mir das trotzdem anhören, das ist hier mein Job. Und genauso erwarte ich ganz einfach von den anderen Abgeordneten hier, dass sie sich dann eben eine Rede von Dietmar Schulz, der immer wieder neu anfängt und immer noch einen Punkt hat und immer wieder noch mal einen drauflegt, das muss ich dann wohl einfach ertragen. Ja? Die zumindest regierungstragenden Koalitionen hätte es ja anders machen können. Die hätten ja mit ihrer Landesregierung nicht so lange überziehen müssen. Dann hätte Dietmar auch nicht so viel Zeit noch on top letzten Endes gehabt. Also mein Plädoyer an der Stelle ist dann übrigens, jedes Mal künftig, wenn die Landesregierung irgendwo die Tagesordnung, also die vereinbarten Redezeiten überzieht, schickt man den Dietmar vorne in die Bütt. Ja? So, und jetzt machen wir die Drohung, ich meine das wirklich ernst, dann machen wir die Drohung wahr, also der Fachpolitiker hat natürlich immer noch mal den Vorrang, ja, um das ganz klar zu sagen, aber ansonsten geht vorne Filibuster Schulz, ja, und füllt einfach noch die Zeit. Die sollen sich einfach hier an die Redezeiten halten, die im Vorfeld vereinbart wurden. Die Landesregierung ist da ebenfalls, die Staatskanzlei ist da mit involviert. 30 Minuten sind vereinbart, die reden am Ende eine Stunde. Die bestimmen hier, wie unsere Plenardebatte abzulaufen hat. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Ja, ja, das wäre es erstmal. Joachim? Ja, auch noch mal ganz kurz. Ich fand den Auftritt von Michel großartig, der hat sich wohltuend abgehoben, auch im Punkto Biss und Sachlichkeit. Das kann man miteinander kombinieren. Das war so ein schönes Beispiel von den Reden der anderen Fraktionsvorsitzenden. Das fand ich ganz prima und von daher auch nochmal verschärfte Anerkennung sowohl an Michel als auch an das gesamte Team, was diese nicht leichte Rede wirklich vorbereitet hat. Da muss ich sagen, Hut ab, das war eine geile Teamleistung. Auf der anderen Seite zum Thema Resonanz in den Medien und im Bund. Er hat ja diesen Abfallsatz mit der Schachmetapher, mit den Bauern und dem Springer, der auch relativ häufig von der Printpresse vor allen Dingen aufgegriffen worden ist. In dem Zusammenhang sehe ich eine kleine Differenz zur Strategie des Bundesverbandes zurzeit, wirklich Dinge nur in das Schaufenster zu stellen, aufgrund einer begrenzten Medienöffentlichkeit, wenn sie direkten Bezug zu unseren Kernthemen haben. Und das Flüchtlingsthema und das Thema Köln, das Thema Ralf Jäger, hat natürlich eher einen indirekten Bezug dazu. Und auch das muss man dann konsequenterweise seitens des Bundesverbandes weiter aufbohren. Von daher finde ich unsere Strategie auf Bundesebene, ich sage das hier öffentlich, bisschen unglücklich. Zum Dietmar. Ich hatte auch im Nachgang zu dem, was Daniel gesagt hat, während der Rede von Dietmar eine kleine Unterredung mit Guntram Schneider, weil ich da hinten SPD-Abgeordneten noch ein frohes Neujahr gewünscht habe. Und er meinte, Guntram Schneider meinte nur, Herr Schulz bräuche einen Agitationskurs und was das denn solle. Da habe ich ihm genau das gesagt. Ich habe gesagt, wenn die Landesregierung 18 Minuten überzieht, geht bei uns der Schulz in die Wüt. Das ist Strategie in der Fraktion, habe ich gesagt. Das nur mal am Rande. Von daher auch das gelungen. Man kann natürlich für die Zukunft sich tatsächlich überlegen, ob man tatsächlich nicht pro Tag den einen oder anderen Punkt rausgreift. Ich bin diesmal, weil ich relativ entspannt sein konnte, dazu gekommen, wirklich massiv zu twittern und zu retweeten, was wir da gemacht haben. Das hat auch entsprechend Resonanz gehabt. Von daher nochmal, was jetzt die Präsentation der Fraktion angeht, ich meine jetzt nicht das Thema, ein gelungener Auftritt. Jo. Okay, Dietmar.
Ja, gelungener Auftritt insgesamt. Michel, klar, wunderbar. Ich hatte ja das Glück oder die Möglichkeit, auch an den beiden Vorbereitungstagen intensiv mitzuwirken. Das hat perfekt geklappt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgewirkt haben, haben einen tollen Job hingelegt, tolle Teamleistung insgesamt, die dann dazu führte, dass auch mit dem hervorragenden Vortrag von Michel dann die Sache finalisiert werden konnte. Was meinen persönlichen Auftritt angeht, Michel, hatte ich das schon mal kurz am Donnerstag miteinander, haben wir das verklickert. Es tut mir nach wie vor leid, dass nicht mehr Zeit übrig geblieben ist, außer die, ich glaube, 6, 7 oder 8 Minuten, weiß ich nicht. 4 Minuten lag daran, dass nach 9 Minuten bei mir die Zeitnahme abgebrochen war und ich keine Zeit mehr hatte, also keine Zeiteinteilung mehr vor Augen hatte. Normalerweise bin ich es auch nach mittlerweile fast 150 Reden in diesem Plenum, ich sag mal, geübt, on flight auch Manuskript-Dinge zu kürzen. Jetzt hatte ich das Problem, dass alle mehr oder weniger darauf bestanden hatten, dass ich eine Rede ausformuliere. Das mache ich normalerweise nicht, sondern schreibe mir 10, 12 Punkte auf, wenn es so viele sein sollen. Von mir ist auch nur 5, 6 und halte die dann mehr oder weniger frei. Wenn ich dann allerdings mich nochmal hinsetze und dann eine Rede ausarbeite, dann bin ich auch ein bisschen gefangen im Manuskript. Und wenn ich dann keine Zeit mehr habe, die mitläuft, wird schwierig. Ich weiß, es gab irgendwie Hinweise aus den Reihen, so nach dem Motto, komm mal zum Ende. Ich habe das so gar nicht wahrgenommen. Ist auch manchmal sehr schwierig, dann so wahrzunehmen, wenn man da vorne steht und im Fluss ist. Und was die zeitliche Länge insgesamt angeht, ja, das hätte man kürzen können, logisch. Es lag auch nicht in meinem Interesse oder war nicht meine Zielsetzung, da zu viele boostern oder so, um Gottes Willen. Ich glaube auch und hoffe doch zumindest, dass ich einige Punkte gebracht habe, wie insbesondere auch die Frage zum Gewaltmonopol, die dann auch bis gestern noch, zumindest in Befragungen von Ministerpräsidentin Kraft im Morgenmagazin, Nachklang gefunden hat. Denn es geht bei dieser ganzen Sache ganz klar, auch was die Befürchtungen der Bürgerinnen und Bürger angeht, der Menschen in unserem Land angeht, um das Sicherheitsgefühl. Und dieses Sicherheitsgefühl ist quasi Korrelat zur Wahrnehmung des Gewaltmonopols des Staates. Und nur darum geht es letztendlich. Das ist auch das, was der braune rechte Mob permanent für sich reklamiert, dass einzig diejenigen seien, die das Gewaltmonopol des Staates übernehmen müssten, sie Bürgerwehren etc. Und dagegen ist ganz klar auch von uns politisch, auch meines Erachtens auf Bundesebene, und zwar ein bisschen abgehoben von dem, was digitale Agenda bedeutet, zu agitieren. Da werden wir sicherlich auch vielleicht die ein oder andere Rücksprache nochmal mit dem Bundesverband oder einigen Protagonisten daraus nehmen müssen. Denn wir werden in dieser Zeit ab jetzt bis zur Landtagswahl 2017, und wir haben dieses Jahr 4 Landtagswahlen, werden wir ein bisschen mehr am Puls der Zeit und auch am Puls des Zeitgefühls der Menschen, der Gesellschaft agieren müssen. Andernfalls sehe ich da ernsthafte Probleme auf uns zukommen. Weil in Zeiten, wo Menschen sich unsicher fühlen in unserem Lande, ist die Frage der digitalen Agenda sicher wichtig, vor dem Hintergrund auch unserer Programmatik und dem, was Zukunft bedeutet. Aber ganz klar, Sicherheit und innere Sicherheit müssen wir auch aufgreifen vor dem Hintergrund des uns belastenden Vorwurfs, und der ist mehrfach erhoben worden, dass es die Piraten mit der inneren Sicherheit ja nur nicht so sehr haben. Und dagegen müssen wir ganz klar Kante zeigen. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Wir sind ganz klar sicherheitspolitisch sehr orientiert und auch sehr weit vorne, allerdings mit anderen Schwerpunktsetzungen. Und die müssen wir deutlich machen. Danke. Genau, das ging jetzt schon wieder in die Zukunft. Aber ein sehr umfassendes Resümee vom letzten Donnerstag. Michel, du hast auch noch mal ums Wort gebeten, bitte. Ja, zunächst 2 Antworten. Erstens zum Dissens mit dem Bundesverband. Joachim, ja, sondern haben wir halt einen Dissens. Ist mir quackegal, bin ich ganz ehrlich. Hier macht sich ein Fenster auf und durch das Fenster muss man einfach durch. Auch wenn man dann durch halb Schweden latscht und seine Lebensgeschichte erzählt oder so. Gut, der Film ist zu unbekannt. Nein, es gibt diese Schaufenster für uns und da müssen wir durch als Fraktion, Punkt. Und da ist mir egal, was der Bundesverband sagt, für den machen sie einfach andere Fenster auf und die müssen durch andere Fenster springen. Dann noch kurz, erstens als Antwort auf Dietmar, ich glaube nicht, dass wir uns für jeden Zuruf hier irgendwie dagegen stellen müssen. Sollen sie 10-mal erzählen, wir hätten sicherheitspolitisch keine Ahnung, dann ist das halt so, das schreit die CDU, die haben das selber
in den 5 Jahren, die sie an der Regierung waren, nichts hingekriegt. Also gebe ich einen Feuchten drauf. Ob die jetzt meinen, mit so einem Zuruf dich da provozieren zu wollen, würde ich auch überhaupt nicht drauf eingehen. Ja, wir haben es ja nicht so mit Überwachung, haben sie gesagt. Dann habe ich das gehört und dann habe ich wieder zu dir geguckt und habe gedacht, ja, laber doch, ist mir doch egal. Ich weiß ja, wer es gesagt hat. Kann man im Protokoll übrigens auch schön nachlesen. Generell, zu dir, Dietmar, wir haben ja auch schon miteinander gesprochen. Mir geht es nicht darum, dass du lange geredet hast. Mir geht es darum, dass es unabgesprochen lange war. Und mir geht es darum, dass wir vorher noch geredet haben, dass ich gesagt habe, ich nehme noch mal 10 Minuten für den Frauenaspekt, dass auch entsprechend Referenten wieder hochgeflitzt sind, haben noch mal Stichpunkte aufgeschrieben, haben noch mal was vorbereitet. Und am Ende konnte ich das gar nicht mehr benutzen, weil die Zeit einfach nicht geblieben ist. Und das wäre noch gut machbar gewesen. Was apropos Zeit? Könnt ihr bitte Zwischenrufe unterlassen und Michelle bitte weiter. Ja, egal. Darf so nicht wieder vorkommen. Wenn 10 Minuten angesagt sind, dann sind 12 Minuten okay, vielleicht 15 vorbereitete Rede, aber nicht 26. Ich verstehe auch dein Argument nicht, habe ich dir auch schon gesagt, wenn bei 9 Minuten der Timer aufhört, dann kann man vielleicht 10 oder 15 machen, aber dann 17 Minuten überziehen, das muss man im Gefühl haben. Aber sei es drum. Es gilt ja auch nicht nur für dich, es gilt ja für jeden, der so viel Zeit hätte in dem Moment und deswegen. Und dann noch eins. Und das ärgert mich eigentlich in der Nachbetrachtung am meisten. Wenn wir das nächste Mal sowas vorbereiten mit 2 Reden und wenn wir so ein Fenster haben und wenn wir auf dieses Fenster springen und wenn wir diese Aufmerksamkeit haben, dann darf es nicht passieren, dass wer auch immer in seiner Rolle als Fraktionsvorsitzender in dieser Elefantenrunde Aussage A macht. Ich nehme ein Beispiel, damit das nachvollzogen werden kann, dass es kein importiertes Problem sexualisierte Gewalt gibt schon immer. Dann finde ich, darf es nicht sein, du kanntest meine Rede, du kanntest den Text in der Entstehung, im Pad und so weiter, du hattest die ganzen Zugänge. Dann kann es nicht sein, dass du in deiner Rede sagst, das Phänomen ist seit langem in Nordafrika bekannt und jetzt haben wir das Problem importiert. Weil das genau die Aussage kaputt macht, die wir eigentlich machen wollen. Ja, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Und ein letztes, zwei letzte Dinge, und zwar zu den Reaktionen auf die Rede. Das haben wir schon häufiger besprochen, aber diesmal muss ich einmal ein Lob aussprechen. Es war sehr lange, sehr gut, was die Aufmerksamkeit anging. Man merkt das auch im Stream, man sieht das im Stream, gerade in so einem Moment, wir haben eine Phoenix-Übertragung gehabt, wir haben eine WDR-Übertragung gehabt, ihr werdet eingeblendet, wenn so ein Klatschmoment kommt und dann sieht die ganze Welt, in Anführungszeichen, wenn dann nur vorne der Grumpy und der Lukas klatschen und hinten haben alle die Laptops auf. Das war sehr gut und das findet sich sogar im Protokoll wieder, in dem da irgendwie steht, langanhaltender Beifall und solche Sachen. Punkt 1 und Punkt 2, es sind auch sehr, sehr, sehr viele Zwischenrufe notiert. Und ich glaube, und das sollten wir festhalten, wenn wir so viele Zwischenrufe kriegen mit unseren Aussagen als Fraktion, dann haben wir hier irgendwas richtig gemacht und nichts falsch gemacht. Und deswegen, Schritt zurück, sollten wir auf solche Zwischenrufe, Sie kümmern sich ja nicht um die innere Sicherheit, da sollten wir nichts drauf geben, dann haben wir sie getroffen, wenn sie so reagieren. Und das kann ich euch sagen im Protokoll, die Hälfte der einen Seite sind Zwischenrufe, dann haben wir alles richtig gemacht hier. Okay, bevor ich jetzt das Wort weitergebe, es gibt noch 2 Wortmeldungen von Dietmar und Joachim. Der Punkt heißt Nachbearbeitung des Sonderplenums. Richtig, ich finde es nicht richtig, wenn wir die ganze letzte Zeit der Fraktionssitzung damit darauf verwenden. Wir haben noch viele wichtige Punkte, die wir hier behandeln müssen. Ich würde sagen, 5 Minuten geht jetzt noch zur weiteren Diskussion für diesen Punkt drauf und möchte die beiden Wortmeldungen bitten, sich das irgendwie aufzuteilen. Danke. Dietmar als nächstes. Ja, ich finde das jetzt sehr schade, Michelle, dass du hier eine derart inhaltliche Kritik anbringst. Die hast du am Donnerstag nicht angebracht. Bin davon etwas überrascht. Dann hast du aber auch nicht genau zugehört. Dann bitte ich, das Protokoll aufzurufen, das nachzulesen. Ich habe nicht gegen das Gegenteil von dem behauptet oder gesagt, was du gesagt hast. Und ich habe gesagt, dass aufgrund einer ordnungsgemäßen Lageeinschätzung im Vorfeld der Silvesterereignisse, und zwar seit Sommer letzten Jahres,
auch vor dem Hintergrund des ministeriellen Apparats von ca. 1000 Beamten die Lage derart hätte eingeschätzt werden können, dass schon in Anbetracht der Tatsache, dass man weiß, dass eine große Zahl von nordafrikanischen Männern ein Problem bilden könnten in Nordrhein-Westfalen, man hätte wissen können auf Seiten des Innenministeriums, dass es zu derartigen Ausschreitungen kommen kann. Nichts anderes habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, wir haben das importiert, sondern ich habe gesagt, dass die Lageeinschätzung des Innenministeriums im Vorfeld hätte derart die Kölner Polizei sensibilisieren lassen müssen, dass es zu derartigen Ereignissen, jedenfalls mit einer Unterschreitung von notwendigen Polizeipräsenz, nicht hätte kommen müssen. Das ist das eine. Das andere greife ich auch gerne auf. Das ist deine Kritik daran, dass ich zu lange geredet habe, jedenfalls länger, als du glaubtest, dass du es dann noch das, was während der Sitzung und während der Reden nachgeschrieben worden ist, für dich als Redebeitrag, in dem Falle von einer Referentin in Bezug auf Frauen und Gewalt gegenüber Frauen, mit der bloßen Ansage, 2 oder 3 Minuten, bevor ich dann ins Pult gehe, von mir nicht mehr hätte so ohne weiteres eingearbeitet werden können. Ich bin zwar dazu in der Lage, jetzt kannst du dich aufregen, wie du willst. Du kannst dich jetzt aufregen, wie du willst, Michelle. Fuck! Fuck was? Fuck! Also wenn hier eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist... Was soll denn der Unsinn? Du hast 26 Minuten geredet. Einen super Tag da. Ich habe eben gesagt, dass es mir wahrscheinlich möglich gewesen wäre, wenn ich eine Zeitnahme gehabt hätte, das auch noch zu kürzen. Vom Gefühl her waren von den mir verbleibenden, von der gesamten Redezeit noch 6, 7 oder vielleicht sogar 8 Minuten übrig. Dass das am Ende nur 4 oder 5, nein, du waren sogar 6 Minuten, die du geredet hast, waren. Tut mir furchtbar leid. Es tut mir furchtbar leid. Dann bitte ich demnächst, jedem Redner von uns eine Stoppuhr mitzugeben, damit er das dann, wenn nämlich die Zeitnahme des Landtags nicht mehr funktioniert, auch mitstoppen kann, beziehungsweise das mitmachen kann. Wer dazu überhaupt in der Lage ist, der möge bitte dann mal dazu aufzeigen, dass wenn er eine Rede hat, egal wie lange oder wie kurz die ist, dass er die dann on flight am Rednerpult so stark einkürzt, dass sie insgesamt noch Sinn ergibt und dann demjenigen, der während des Redeslots noch einen 10-minütigen Redeslot nachgeliefert bekommt, diesen dann am Ende vortragen kann. Dann wäre es doch deine Aufgabe gewesen, Michelle, das, was du an Input noch liegen hattest, so stark einzukürzen, dass du jeden Aspekt hättest bringen können. Wir sollten darüber reden, dass man vielleicht irgendwelche Zeichen oder sowas vereinbart von vorne vom PGF-Pult, wenn irgendein Zeitproblem da ist, um dem Redner einen Hinweis zu geben. Das wäre sehr ein Punkt mal. Das muss ich mir in öffentlicher Sitzung hier nicht von dir bieten lassen. Ansonsten verstehe ich die Auseinandersetzung nicht. Ich würde euch wirklich bitten, das untereinander zu klären. Brauchst du die Öffentlichkeit? Was ist hier so hier zu bieten? Die Leute draußen freuen sich gerade. Ja, ihr redet völlig aneinander vorbei. Das ist völlig sinnfrei, was hier gerade passiert. Die Aufregung ist nicht notwendig. Versucht bitte, das kriegen wir hier nicht mehr raus. Ich würde euch bitten, euch kurz zusammenzusetzen draußen. Ihr werdet dabei feststellen, dass ihr nicht auseinanderliegt, dass hier keinen Dissens gibt. So, jetzt gibt es noch den Joachim. Möchtest du noch was dazu sagen? Du hattest dich noch ums Wort gebeten. Ich will einfach nur eine kleine Korrektur nachlegen. Ich möchte jetzt nicht, dass der Michel hat gerade gesagt, Diskrepanz zwischen unserer Geschichte und dem, hörst du bitte zu, und dem Bund. Das ist jetzt. Joachim hat das Wort. Das ist jetzt. Sollte ich dann vielleicht lieber die Klappe halten? Ich will damit nur noch mal sagen, dass meine Kritik, was das mediale Schaufenster angeht, nicht der Fraktion gilt, sondern dem Bundesvorstand. In aller Deutlichkeit. Ich bin natürlich, wenn der Michel sagt, es ist ihm Wumpe auf seiner Seite, das wollte ich noch mal sagen, weil du sagtest, ne? Nur noch zur Richtigstellung, das ist alles. Okay, also ich würde jetzt insgesamt gerne hier auch einen Strich drunter ziehen. Ich denke mal, die Nachbetrachtung ist erfolgt. Das war eine erfolgreiche Sondersitzung. Ganz kurz zusammengefasst, glaube ich, kann man das so machen. Vorbereitung bringt was. Und es haben sich
viele vorbereitet, es war viel gemeinsame Vorbereitung da und das war sehr gut. Und das sollen wir fortsetzen. Jetzt kommt ein Top 6, der gerade auch draußen sehr intensiv diskutiert wird. Und der Einsatz Hua Jäger. Es gibt wohl Gespräche mit anderen Fraktionen. Hat jemand hier dazu was? Ich habe keinen erreicht, es gibt keine Gespräche. Nächster Top. Okay. Dann werden wir den... Ich hab's aus der Presse. Wir werden dann nachher mehr darüber wissen. Dann haben wir eine Wortmeldung zu dem Punkt. Nächstes. Ja, es ist ja nur ein Aspekt, ob es jetzt Gespräche mit anderen Fraktionen gab. Also abgesehen davon, dass die da wahrscheinlich jetzt draußen ihren PUA vorstellen, die FDP. War es heute in den Nachrichten auch wieder mit dem Hinweis, traditionell hieß es, würden solche PUAs dann eben von allen befürwortet oder anträgen zugestimmt. Es wird also noch irgendwas geben und ich dachte schon, dass wir uns, heute nochmal über die Vorgehensweise und um unsere Schwerpunkte halten. Achso, okay, genau. Alles in Ordnung, kein Problem. Dann kommen wir jetzt zum Top 7, Bericht aus dem Kernarbeitskreis, da war aber BGE, da war irgendwie was anderes jetzt verabredet, oder? Entschuldigung, ja, Grumpy. Ich muss zu meiner Stande gestehen, ich war gesundheitlich verhindert seit Mitte letzter Woche und konnte dies nicht entsprechend sinnvoll vorbereiten. Gleichwohl das Thema mit den aktuellen Ereignissen, wir werden es bespielen müssen und dann müssen wir es halt, muss ich es halt für nächste Woche vorbereiten. Ja, klar, also das ist auf jeden Fall entschuldigt und wird aber nächste Mal drankommen. Nichts dazu? Ja, ist der Top damit verschoben? Ist gar kein Problem. Also ich könnte nur zwei, drei Sätze aus dem Kernarbeitskreis hinzufügen. Ich war schließlich dabei und wir haben den auftragsgemäß uns damit befasst. Das war ja das Ding. Grumpy, wie war das jetzt gemeint? Also willst du das übergeben oder kenne Intention nicht? Sollen wir den Punkt nächste Woche nochmal vornehmen? Oder brennt er so, dass er jetzt behandelt werden muss? Daniel, hast du was dazu? Ja, also ich hatte jetzt gerade Grumpy erst verstanden, dass es nicht im Kernarbeitskreis behandelt wurde. Nixus verstehe ich jetzt allerdings so, dass drüber gesprochen wurde. Ich konnte gestern leider nicht dabei sein, obwohl ich mich ja auch in irgendeiner Weise dafür mit zuständig sehe. Ich würde schon gern so ein kurzes Feedback daraus hören. Das können wir jetzt machen, gerne aber auch bilateral. Aber ich glaube, dass... interessiert ja mehrere. Wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass das ganz viele Ausschüsse betrifft. Gut, wie gesagt, ich kenne die Intention hinter dem Top nicht, aber dann machen wir also das jetzt. Also die Intention nächstes. Mit dem Top war mal heute als politisches Schwerpunktthema, wie wohl von euch beschlossen, circa eine Stunde, muss auch nicht Stunde sein, über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, das ist jetzt hinfällig aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ich finde, das ist auch nicht so schlimm, das kann man auf nächste Woche verschieben. Ich lasse es dann vielleicht bei zwei oder drei Sätzen aus dem Kernarbeitskreis. Wir haben uns auftragsgemäß und auch natürlich aus eigenem Interesse damit beschäftigt. Einig waren wir uns durchaus darin, dass es jetzt bespielt werden sollte und nicht auf irgendwann verschoben. Es stehen die Themenwochen an, auf Bundesebene, der Bundespartei zum Thema BGE. Wir haben eine mediale Aufmerksamkeit, die wir sicherlich bespielen können. Ich glaube, heute ist es in Davos Thema. Leider sind wir nicht eingeladen. Also es bietet sich an, ist den, ja, finde ich schade, ich würde da gerne. Tatsächlich, bitte? Ja, also gleich. Hier bin ich natürlich lieber jetzt, aber ansonsten direkt danach. Tatsache ist, dass wir uns da einig waren, wir sollten jetzt das Zeitfenster nutzen. Es war 2012 eines unserer Themen, mit dem wir wahrgenommen wurden. Und so als ganz kurze Ergänzung noch, es gab ja natürlich alle Punkte, die wahrscheinlich bei euch diskutiert werden und wurden, die tauchten auch in dem Kernarbeitskreis aus. Wichtig ist für uns gewesen, dass wir einen Antrag so formulieren, dass wir ein positives Gesellschafts- und Menschenbild damit transportieren, was für uns die Grundlage ist und uns nicht in der Diskussion verlieren, ob und wie es finanziert werden muss. Daran scheitert sowas, daran wird sowas auch oft platt gemacht.
Generell ist die Finanzierbarkeit gegeben. Es geht um eine Andersverteilung. Und gerade vor dem Hintergrund jetzt mal wieder Vermögenswerte, 62 Menschen gehört, die halbe Welt, whatever, bietet es sich an, darauf abzuheben. Und wir haben halt eine Ausgangslage, in der es in der FDP unter liberalen Aspekten diskutiert wird. Die SPD hat da auch durchaus Leute, die das befürworten. Die Linken tun sich traditionell schwer damit, weil sie ja auch so denken, eigentlich muss man ja für Geld immer arbeiten und lieber Arbeit gerecht verteilen und der Rest ergibt sich. Aber bei denen gibt es eben auch Leute, die darauf einsteigen, auf das Thema. Also wir sind genau in der Zwischenposition, zwischen all diesen Positionen, wo wir uns damit positionieren können und sollten. Ich würde aber die Diskussion dann wirklich auf einen Zeitpunkt vertagen, wo man dann einfach auch die Stunde oder die Dreiviertelstunde Zeit dafür findet. Das war es eigentlich. Es gibt ein kurzes Protokoll, aber das gibt halt, also natürlich wie immer im Pad zum Kernarbeitskreis, kann jeder da reingucken oder mit mir reden oder mit Tom reden oder mit den anderen, die dabei waren. Danke. Ja, danke für die Worte. Und dann gibt es noch eine Wortmeldung. Ja, ich gucke da drauf, sehe die Buchstaben sich bewegen zu einem T-O-S-O und dann bitte. Ja, wie auch schon auf der Mailingliste geschrieben, finde ich es hervorragend, wenn wir uns da mit der Bundespartei absprechen. Die Bundespartei ist da gerade sehr aktiv. Olaf ist jetzt gerade leider nicht da, aber es sind auch noch zwei, drei andere Leute. Und es wäre total toll, wenn wir da miteinander arbeiten und uns quasi entweder gegenseitig befruchten oder uns zumindest auch bei den Zeitabläufen absprechen. Das wäre total sinnvoll. Deshalb habe ich ja auch bereits auf der Mailingliste geschrieben, ist es nicht sinnvoll, fürs Januarplenum einen Antrag reinzubringen. Aber ich bitte einfach, wenn ihr mit mir darüber nicht diskutieren wollt, was ich verstehen kann, dann diskutiert wenigstens mit den Leuten in der Partei darüber, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das wäre total toll. Das wäre mein einziges Petitum. Danke. Also ich kann mich nicht erinnern, dass hier irgendjemand von irgendwelchen Diskussionen ausgeschlossen wird. Insofern erinnere ich aber jetzt wieder, dass es hier um einen Statusbericht ging, verstehe aber auch, dass Gompi etwas unpässlich ist im Moment. Und ich denke, das ist hier eine Diskussion in Progress, die, wie gesagt, niemanden ausgrenzt und die fortgeführt wird. Und dass das Thema eines unserer wichtigsten ist, das wissen wir, glaube ich, alle. So, kommen wir damit aber zum nächsten Top 8. Vorbereitung der Plenarsitzung. Ich glaube, das hat sich jetzt im Moment, irgendwo erledigt. Dann gibt es noch eine Anmerkung von Daniel, die wichtig. Ja, nee. Wir haben halt vorhin diese Nachbesprechung gemacht. Ich hatte das mit Social Media nochmal aufgegriffen. Das ist jetzt halt immer nur dann der eine Punkt. Ja, ich würde aber gerne vermeiden, dass wir erst am Dienstag uns dann in die Vorbereitung der drei Plenartage, die dann direkt anstehen, machen. Meine Bitte bzw. Wunsch wäre, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns ein, zwei Tagesordnungspunkte eben pro Tag raussuchen und versuchen, die ähnlich gut vorzubereiten, auch für Social Media, wie wir das eben mit dem in der Sondersitzung gemacht haben. Das ist einfach mein Wunsch, meine Bitte. Ich beteilige mich dann sehr, sehr gerne via Social Media daran. Okay, Hilmar? Also ich schlage vor, dass wir diesen Vorschlag von dir da aufgreifen und den in den Kernarbeitskreis Aktuelles reinspielen am nächsten Montag, der dann nämlich ein Papier dazu entwickeln kann oder was weiß ich, ein Pad oder keine Ahnung, der damit Dienstag klar schon die Vorgabe klar ist, das Presseteam wird damit involviert und so weiter. Das gucken wir, dass wir das, ja. Okay, ich würde. Ja, Jens? Stichwort Involvierung Pressestelle, dann, ich wollte es mir verkneifen, ich sage es dann jetzt hier aber doch trotzdem offiziell, ich finde es auch alles toll, wie wir das gemacht haben, aber in Zukunft wird das nicht möglich sein aufgrund des Problems der Kapazitäten. Das werden wir lösen, natürlich. Ich fasse das jetzt mal so zusammen, da ja heute Nachmittag bzw. morgen die Tagesordnung für das nächste Plenum feststehen wird und daraus sich eine Menge ergeben wird, was wir mit unseren Anträgen, anderen Anträgen bespielen, werden wir uns alle darauf vorbereiten, spätestens zum Montag, aber spätestens am Dienstag tatsächlich eine Vorbereitung der Plenarsitzung mit Social Media Ideen und so weiter
perfekt vorbereitet zu führen. Danke fürs Protokoll, wenn ihr das auseinanderfieselt, was ich gerade gesagt habe. Aber das wird schon irgendwie gehen. Kommen wir zum Punkt 9, der doch auch noch sehr wichtig ist, behandelt zu werden. Denn heute Abend wird hier bei uns im Fraktionsfoyer die Ausstellung Die Opfer des NSU, die Aufarbeitung der Verbrechen eröffnet. Und dazu gibt es einen Bericht zu dieser Ausstellung von einem Mitarbeiter, der nicht im Stream auftauchen möchte und der sich jetzt aber zu Wort meldet und da einige Dinge zu erzählen wird. Vielen Dank vorab. Ja, hallo zuerst mal. Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, da noch ein paar Worte zu der Ausstellungseröffnung der Veranstaltung heute Abend zu sagen. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass es für uns enorm wichtig ist, die Rolle der Opfer und der Umgang der Behörden, der Ermittlungsbehörden bei den Fällen, sowohl in Köln als auch in Dortmund, als auch allgemein zu allen Fällen, die zurzeit dem NSU zugerechnet werden, in den Fokus zu stellen. Das ist so elementar und auch die richtige Entscheidung gewesen, weil alle anderen Fraktionen halt auch die Opfer mehr in den Fokus gestellt haben, als wir am Anfang des Untersuchungsausschusses gedacht haben. Deswegen war es besonders wichtig für uns, zusätzlich zu der Arbeit im Untersuchungsausschuss, wo wir ja so ein bisschen gehindert sind, öffentliche Statements abzugeben, weil wir ja uns die Verhaltensregeln selber gegeben haben, keine Bewertungen, keine Einzelstatements aus dem Untersuchungsausschuss nach außen zu geben. Deswegen haben wir uns im Team von Birgit überlegt, was können wir halt einfach nochmal machen, um unser Ansinnen gut zu arbeiten im Untersuchungsausschuss und die Opfer in den Vordergrund zu stellen. Ja, wie können wir damit nach außen gehen? Heute ist der 15. Jahrestag des schweren Bombenangriffs oder Anschlags in der Kölner Propsteigasse, wo die 19-jährige Tochter der Besitzerfamilie schwerst verletzt worden ist. Es ist eigentlich ein Zufall, dass es keine Toten da gegeben hat. Und das haben wir als Anhalt, so Punkt oder Anlass genommen, an diesem besonderen Tag halt die Opfer nochmal zu würdigen und außerhalb vom Untersuchungsausschuss halt eine Veranstaltung der Fraktion zu machen. Heute Abend wird die Ausstellung Die Opfer des NSU und der Umgang und die Aufarbeitung der Verbrechen gezeigt. Das ist eine Ausstellung, die Birgit Meyer aus Nürnberg konzipiert hat, weil sie auch gesehen hat, dass das, was wir von den Opfern medial mitgekriegt haben, eigentlich immer nur diese schlechten, fast verbrecherähnlichen Fotos auf den Verhandlungsplakaten gewesen sind. Ja, man verbindet das eine schlecht erkennbare Gesicht halt mit jemandem, der in einem Dönerimbiss gearbeitet hat, der in einer Schneiderei gearbeitet hat oder was auch immer. Und was halt öffentlich immer gefehlt hat, ist, dass das Väter, Eheleute, Freunde, engagierte Menschen gewesen sind, die da einfach in viel zu jungen Jahren aus dem Leben gerissen worden sind. Sie ist dann hingegangen, hat über einen sehr langen Zeitraum versucht, bei den Angehörigen dafür zu werben, diese Ausstellung zu konzipieren und hat darum gebeten, dass zum Beispiel Bilder der Verstorbenen, der ermordeten Menschen halt irgendwie gegeben werden. Das hat sie geschafft. Das war eine große Arbeit von ihr. Sie ist auch so in der Thematik NSU sehr umtriebig, engagiert sich seit Jahren für Opfer von rechtsextremen Straftaten, organisiert Demonstrationen, Informationsveranstaltungen zu dem Thema. Und wir haben dann schon gesagt, wenn wir schon die Ausstellung holen, dann lassen uns doch auch Birgit Meyer einladen, damit sie am besten selber von ihrer Ausstellung berichten kann. Und weil es der 15. Jahrestag des Propsteigassenanschlags war, habe ich mich bemüht, die Nebenklagevertreterin der Familie aus der Propsteigasse zu kriegen. Das ist die Rechtsanwältin Edith Lunnebach. Sie hat auch ihr Kommen zugesagt. Allerdings müssen wir da eine kleine Einschränkung machen. Sie ist zurzeit in Hamburg bei einer Gerichtsverhandlung und hat nachmittags noch Zeugen. Sie hat einen Flug gebucht, nicht nach Köln, sondern nach Düsseldorf. Wenn sie den Flug kriegt, ist sie heute Abend da. Wenn nicht, dann hat es leider nicht geklappt. Aber auch sie hat es für wichtig erachtet und hat unser Engagement da sehr positiv begrüßt. Die Opferfamilie übrigens auch, die wissen, dass wir diese Veranstaltung machen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr möglichst zahlreich erscheint heute Abend. Ich weiß, ihr habt total viel Arbeit und in der Woche abends noch einen Termin reingedrückt zu bekommen, ist halt auch schwierig. Da haben wir natürlich Verständnis für. Wenn ihr es nicht schaffen solltet, die Ausstellung hängt seit gestern da und bitte macht doch in eurem Freundeskreis, in eurem Wahlkreis, wo auch immer noch ein bisschen Reklame, dass interessierte Besucherinnengruppen halt auch hier hinkommen und geführt werden. Da haben wir auch ziemlich viel Arbeit zusätzlich zu der Untersuchungsausschussarbeit halt irgendwie investiert. Ja, und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, hoffe ich, dass ich euch die jetzt noch beantworten kann. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns heute Abend sehen.
Ja, gibt es hier und jetzt Fragen? Ich weiß, wir haben alle die Gelegenheit, auch außerhalb dieser Runde die Frage zu stellen. Ich wollte jetzt noch mal die Details sagen, wann das heute stattfindet. Mich aber vor allen Dingen auch erstmal bedanken für die Zuarbeit, für die Mitarbeit, für das Hierherholen und Betreuen überhaupt der ganzen Geschichte. Ich konnte schon einen kurzen Blick da reinwerfen und sage, das ist eindrucksvoll, das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzugucken. Die Eröffnung der Ausstellung ist heute 19 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Das heißt also, Menschen, die jetzt hier aus der näheren Umgebung kommen, gerne hier auch noch eingeladen. Die Ausstellung ist dann in welcher Art zu betrachten? Also in Gruppen, glaube ich, gerne mit Anmeldung, dann quasi auch mit Führung. Und, antworte ich am besten direkt drauf. Ja, wir haben zwei Personen gefunden, die sich daraufhin eingearbeitet haben, sowohl was die Thematik NSU angeht, als auch was der Auftrag des Untersuchungsausschusses in NRW ist und der aktuelle Stand der Arbeit des Untersuchungsausschusses ist. Wir probieren das auch möglichst zeitnah oder kurzfristig zu realisieren. Also wenn ihr Gruppen habt, die sagt, wir kommen morgen oder einen Tag später, dann werden wir das mit den beiden Personen besprechen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass sie das in ihrem Zeitplan einarbeiten können. Ansonsten war die Fraktion da auch sehr großzügig und hat gesagt, hier, wir wollen zwei Personen haben. Demzufolge ist die Chance natürlich doppelt so groß, dass halt einer von den beiden wenigstens zur Verfügung steht. Und ganz im Notfall würden dann halt auch wir aus dem Untersuchungsausschussteam von Birgit halt probieren, noch eine Führung halt möglich zu machen. Das heißt, fragt einfach nach, wir probieren es zu realisieren. Was ich eben vergessen habe, wo ich schon über die Rednerinnen gesprochen habe, wir haben es halt auch geschafft, dass der Ausschussvorsitzende Sven Wolf ein paar kurze Worte sagt. Auch das, glaube ich, zeigt nochmal, dass das Engagement von uns auch über die Fraktionsgrenzen hinaus anerkannt wird. Und es geht ja nicht um die Piraten in erster Linie, es geht um die Opfer. Und das war halt bestimmt auch ein Ansatz. Aber ich freue mich da sehr, dass Sven Wolf halt auch kommt. Ja, okay. Vielen Dank auch nochmal für die Anmerkung. Und wenn mich alles täuscht, die Ausstellung bleibt knapp 5 Wochen, ne? Oder? Ja, genau, bis zum 15.02. Also bis zum 15.02. nachmittags kann die Ausstellung angeguckt werden. Danach packen wir die wieder ein. Und bis dahin können selbstverständlich auch Gruppen von interessierten Personen kommen. Okay, noch ein Hinweis von Grumpy. Genau, und im Anschluss geht die Ausstellung, soweit ich weiß, nämlich nach Remscheid. Was ja zufälligerweise, ich finde es dann sehr schön, dass also auch in diesem Fall dann die SPD, respektive der Vorsitzende des PUA, das genau das Thema dann dorthin weiterträgt. Ja, ich weiß nicht, ob direkt im Anschluss, aber Sven Wolf hat gesagt, dass die SPD in Remscheid, Sven Wolf ist da, der Kandidat, auch die Ausstellung zeigt. Auch da gibt es dann die Möglichkeit, wer es dann hier vielleicht nicht schafft, dann einfach mal nach Remscheid zu fragen und der SPD den Gegenbesuch zu erstatten. Natürlich, aber ich bin sicher, dass wir hier das schönere Foyer haben und die schönere Präsentation. Insofern, wie gesagt, heute Abend Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr und die Ausstellung steht bis zum 15.02. Und Gruppen sind auch herzlich willkommen tagsüber und ich glaube auch abends nach Anmeldung. Wir kriegen das alles irgendwie hin. Ansprechpartner ist die Fraktion für diese Sachen. Damit sind wir... Vielen Dank nochmal für den Bericht, habe ich gesagt, auch bei dem Top zu Ende. Wir haben noch den Top Sonstiges. Gibt es Sonstiges von jemandem hier anzumerken? Das sehe ich nicht. Dann sind wir mit dem öffentlichen Teil der Fraktionssitzung an dieser Stelle zu Ende gekommen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir werden nächste Woche wieder eine sehr spannende Sitzung haben. Bis dahin und tschüss.